an und wir schreien jede Woche einen neuen Song. Und das ist der von dieser Woche. Ja! Haragadamata, hast du schon vor dem Plan, was man ändern kann? Na, da warte mal ab. Du steckst aber in Lahn und hast tolle Ideen und einen Haufen von Plänen. Na, da warte mal ab. Was du nämlich nicht weißt, wir haben den ganzen Scheiß schon zu häufig gesehen. Na, da warte mal ab. Ey, wir drehen uns im Kreis, kommt Spuren im Sand dort, dir nicht bekannt vor. Scheiß drauf, im Kreislauf, der Mühe schleifen nicht diese Kanten weiter ab. Herzlich willkommen im Hamsterrad, willst nicht wahrhaben? Na, warte mal ab. Scheiß drauf, im Kreislauf, der Mühle schleifen sich diese Kanten weit ab. Herzlich willkommen im Hamsterrad. Willst nicht wahrhaben, dann warte mal ab. Der war's. Zur Not geht er, ja. Ah. Wir sind Baumann, Bergmann, Pokéton und wir schreien jede Woche einen neuen Song. Und das ist der von dieser Woche. Ja! Haragadamata, hast du schon vor dem Plan, was man ändern kann? Na, dann warte mal ab. Du steckst aber in Lahn und hast tolle Ideen und einen Haufen von Plänen. Na, dann warte mal ab. Was du nämlich nicht weißt, wir haben den ganzen Scheiß schon zu häufig gesehen. Na, dann warte mal ab. Ey, wir drehen uns im Kreis, kommt Spuren im Sand dort, dir nicht bekannt vor. Scheiß drauf, im Kreislauf, der Mühe schleifen nicht diese Kanten weit ab. Herzlich willkommen im Hamsterrad, willst nicht wahrhaben? Na, warte mal ab. Scheiß drauf, im Kreislauf, der Mühle schleifen sich diese Kanten weit ab. Herzlich willkommen im Hamsterrad. Willst nicht wahrhaben, dann warte mal ab. Der war's. Zur Not geht er, ja. Ah. Wir sind Baumann, Bergmann, Pokéton und wir schreien jede Woche einen neuen Song. Und das ist der von dieser Woche. Ja! Haragadamata, hast du schon vor dem Plan, was man ändern kann? Na, dann warte mal ab. Du steckst selber in Lahn und hast tolle Ideen und einen Haufen von Plänen. Na, dann warte mal ab. Was du nämlich nicht weißt, wir haben den ganzen Scheiß schon zu häufig gesehen. Na, dann warte mal ab. Ey, wir drehen uns im Kreis, kommt Spuren im Sand dort, dir nicht bekannt vor. Scheiß drauf, im Kreislauf, der Mühe schleifen nicht diese Kanten weit ab. Herzlich willkommen im Hamsterrad, willst nicht wahrhaben? Na, warte mal ab. Scheiß drauf, im Kreislauf, der Mühle schleifen sich diese Kanten weit ab. Herzlich willkommen im Hamsterrad. Willst nicht wahrhaben, dann warte mal ab. Der war's. Zur Not geht er, ja. Ah. Wir sind Baumann, Bergmann, Pokéton und wir schreien jede Woche einen neuen Song. Und das ist der von dieser Woche. Ja! Haragadamata, hast du schon vor dem Plan, was man ändern kann? Na, dann warte mal ab. Du steckst selber in Lahn und hast tolle Ideen und einen Haufen von Plänen. Na, dann warte mal ab. Was du nämlich nicht weißt, wir haben den ganzen Scheiß schon zu häufig gesehen. Na, dann warte mal ab. Ey, wir drehen uns im Kreis, kommt Spuren im Sand dort, dir nicht bekannt vor. Scheiß drauf, im Kreislauf, der Mühe schleifen nicht diese Kanten weit ab. Herzlich willkommen im Hamsterrad, willst nicht wahrhaben? Na, warte mal ab. Scheiß drauf, im Kreislauf, der Mühle schleifen sich diese Kanten weit ab. Herzlich willkommen im Hamsterrad. Willst nicht wahrhaben, dann warte mal ab. Der war's. Zur Not geht er, ja. Ah. Wir sind Baumann, Bergmann, Pokéton und wir schreien jede Woche einen neuen Song. Und das ist der von dieser Woche. Ja! Haragadamata, hast du schon vor dem Plan, was man ändern kann? Na, dann warte mal ab. Du steckst selber in Lahn und hast tolle Ideen und einen Haufen von Plänen. Na, dann warte mal ab. Was du nämlich nicht weißt, wir haben den ganzen Scheiß schon zu häufig gesehen. Na, dann warte mal ab. Ey, wir drehen uns im Kreis, kommt Spuren im Sand dort, dir nicht bekannt vor. Scheiß drauf, im Kreislauf, der Mühe schleifen nicht diese Kanten weit ab. Herzlich willkommen im Hamsterrad, willst nicht wahrhaben? Na, warte mal ab. Scheiß drauf, im Kreislauf, der Mühle schleifen sich diese Kanten weit ab. Herzlich willkommen im Hamsterrad. Willst nicht wahrhaben, dann warte mal ab. Der war's. Zur Not geht er, ja. Ah. Wir sind Baumann, Bergmann, Pokéton und wir schreien jede Woche einen neuen Song. Und das ist der von dieser Woche. Ja! Haragadamata, hast du schon vor dem Plan, was man ändern kann? Na, dann warte mal ab. Du steckst selber in Lahn und hast tolle Ideen und einen Haufen von Plänen. Na, dann warte mal ab. Was du nämlich nicht weißt, wir haben den ganzen Scheiß schon zu häufig gesehen. Na, dann warte mal ab. Ey, wir drehen uns im Kreis, kommt Spuren im Sand dort, dir nicht bekannt vor. Scheiß drauf, im Kreislauf, der Mühe schleifen nicht diese Kanten weit ab. Herzlich willkommen im Hamsterrad, willst nicht wahrhaben? Na, warte mal ab. Scheiß drauf, im Kreislauf, der Mühle schleifen sich diese Kanten weit ab. Herzlich
herzlich willkommen im Hamsterrad. Willst nicht wahr haben, dann warte mal ab. Der war's. Zur Not geht er, ja. Ah. Wir sind Baumann, Bergmann, Pokéton und wir schreien jede Woche einen neuen Song. Und das ist der von dieser Woche. Ja! Aragadamata, hast du schon vor dem Plan? Was man ändern kann, na dann warte mal ab. Du steckst aber in La und hast tolle Ideen und einen Haufen von Plänen, na dann warte mal ab. Was du nämlich nicht weißt, wir haben den ganzen Scheiß schon zu häufig gesehen, na dann warte mal ab. Ey, wir drehen uns im Kreis, kommen Spuren im Sand dort, dir nicht bekannt vor. Scheiß drauf, im Kreislauf, der Mühe streifen dich diese Kanten weiter ab. Herzlich willkommen im Hamsterrad, willst nicht wahrhaben, na warte mal ab. Scheiß drauf, im Kreislauf, der Mühle schleifen sich diese Kanten weit ab. Herzlich willkommen im Hamsterrad. Willst nicht wahrhaben, dann warte mal ab. Hallo. Huhu, es ist sehr lange her. Nee, jetzt nicht mehr. Oh, das ist Anne. Moment, ich gehe ran. Hallo, du bist live? Es wurde schon drauf reagiert sogar. Ich hab's bestimmt reingeschrieben. Du bist live übrigens, ne? Du bist, ich kontrolliere Tobi immer von außen, weil ich glaube nicht, dass man dich hört. Naja, egal. Ich glaube, ich muss erstmal mit den Leuten Hallo sagen. Bitte. Ja, bis dann. Tschüss. Na, das war ja ein Einstieg. Ah, man hört sie schon. Sehr schön. Sie macht sich Sorgen, dass nicht auf Discord angekommen ist, was ich geschrieben habe. Aber das habe ich ja geschrieben. Also hier wird es angezeigt. Komisch. So, genau. Erstmal neu sortieren. Oh, Hype Train kommt schon. Ah. Piep, piep. Ich muss ja erstmal überhaupt sortieren, wer ich überhaupt bin. Dass ich ans Handy gehe während des Streams. So jemand bin ich auf jeden Fall. Hallo. Oh Mann, hier ist ja was los. Dankeschön, Dankeschön. Irgendwie fehlt mir doch... Oh. Warte mal, hier fehlt mir aber ein Fenster, ein Dock, das ich hier immer an hatte. Und zwar... Der Aktivitätsfeed. Der war doch sonst immer da. So, da war der immer. So, so ist schöner. Da kann ich nämlich gleich mal sehen, was hier alles los ist. Und war, während ich weg war. Letzten Monat? Nee. Die aktuellen Sachen sind oben. Okay. Hype Train Stufe 1 erreicht, immerhin. So, wer ist denn alles da? Ganz viele Pings sehe ich mal wieder. Carles, Ping, der Pingone, Pingonen-Ping. Katzenfriend, huhu. Entschuldigung übrigens, dass das Hamsterrad wie ein Hamsterrad die ganze Zeit über eben in der Schleife sich abgespielt hat. Ich dachte, das funktioniert anders. So funktioniert das auf jeden Fall nicht. Ist egal. Yeah, Hype, Hype, Hype. Stufe 2 ist erreicht. Wunderschön. War das immer so, dass ich euch gar nicht höre? Ja. Der Wunderliebling ist da. Kitty Ping ist da. Kyuma 99. Wieder so ein Neuner Mensch. Hallo. Willkommen. Science Ping ist da. Der Lord of the Pings ist da. DBZ Dockern Battle. Zum ersten Mal gechattet. Hallo und herzlich willkommen bei unserem kleinen, wie nennen wir es? Für alle, die nicht wissen, was passiert, Poki reagiert. Genau, das tue ich nämlich.
Und hier auch schon mal noch mal eine Entschuldigung. Ich war beim letzten Stream, war ich sehr, sehr durch den Wind. Es werden ja einige wissen, die Pinks wissen es, wir stecken gerade mitten. Oh, Stufe 4 schon erreicht. Dankeschön, Dankeschön. Wir stecken inmitten in den Endzügen eines geheimen Geheimprojektes zu unserem kommenden Release. Und wir haben zumindest heute schon mal durchschimmern lassen online, was dieser nächste Release ist. Also wenn ich sage uns, dann meine ich natürlich unsere Band, Baumann, Bergmann, Pokinson. Das hier war der letzte Release. Das war eine Live-Version von Du willst mir was zeigen. Sehr schick geworden. Aber der nächste Release, der wird halt um einiges spannender. Und das hängt mit diesem geheimen Geheimprojekt zusammen, an dem ich jetzt statt 2 Wochen eher 5 Wochen gesessen habe. Und trotzdem nicht wirklich Zeit hatte, die Beine baumeln zu lassen. Lass es uns mal so sagen. Stattdessen habe ich einige Streams ausfallen lassen müssen und bin auch nicht dazu gekommen, vom letzten Stream, den wir gemacht haben, das VOD vernünftig hochzuladen. Und man mag es mir verzeihen, das kommt dann in Kombination mit dem VOD von diesem Stream. Ich kriege das bestimmt irgendwie auf die Reihe und gebacken. Trompetenboss, hallo, willkommen. Ich bin immer noch dabei, hier nachzuarbeiten, wer alles da ist. Pooping ist da und The Lion Ping ist da. Danke fürs erneute Abonnieren. Danke an Wunderlieping für das geschenkte Abo. Und fürs Abonnieren. Danke SciencePing fürs Abonnieren. Quellek ist da und abonniert. Das ist doch auch ein Ping, der schon einen Namen hat. Den müsste ich auf der. Ja, der ist sogar schon gezeichnet, wa? Oh je, das müsste ich dann doch wissen eigentlich, welcher Ping du bist. Danke auf jeden Fall. 10 Abos verschenkt. Wow. Großzügig. Da lohnt sich das glatt nochmal reinzugucken. Ich würde wirklich gerne wissen, welcher Ping warst du denn jetzt? Wir sind über 100. Da darf man schon mal durcheinander kommen und nicht jeden einzelnen sofort abrufbar haben, finde ich. So finde ich es aber gar nicht raus, hä? Doch, der Kaminkehrer-Ping. Ah, okay. Kitty-Ping, danke fürs Abonnieren. So. Genau, Hamsterrad ist im Hamsterrad gedreht. Kevlight, unser Ping-D-Otter, meine ich. Glaube ich, hoffe ich, dass das stimmt. Danke fürs Abonnieren. Kasten Lurich ist da. Siffi ist da. Neuerdings auch ein Ping. Endlich. Schön, dass du dabei bist. Und schon 11 Monate abonniert. Der ist einer der wenigen Leute mit dem 9-Monats-Abzeichen. So viel ist sicher. Oh, alles verziehen. Dankeschön. Und Joltras hat abonniert. Dankeschön. Schon 3 Monate. Joltras. Habe ich gar nicht so auf der Pfanne den Namen. Interessant. Aber schon 3 Monate dabei. Freut mich. So. Das so viel zu den Anfangsbegrüßungen. Genau, wir werden heute auf jeden Fall ein bisschen weiter reacten auf das legendäre Edna bricht aus Let's Play von Gronkh aus dem Jahre 1752, der einst aus einem Karton geschnitzt das Spiel Edna bricht aus, als man Computerspiele noch mit einem Schnitzmesser machen musste. So,
Ja, letztes Mal war ich ja so durch den Wind, dass ich mich fast eine halbe Stunde lang aus dem Screen verpieselt habe, um nach dem geheimen Karton mit den Ätna-Zeichnungen zu suchen. Den habe ich auch immer noch nicht gefunden, aber ich hatte heute wenigstens ein bisschen Zeit, um nochmal im Keller zu stöbern und habe wenigstens den anderen Karton gefunden, von dem ich dachte, dass da vielleicht auch die Ätna-Sachen mit drin sind, und zwar den Karton. Mit den Sachen, die auf und in meinem Dedelic-Schreibtisch lagen. Aber da sind ganz viele Unterlagen aus den unterschiedlichsten Spielen, Scribble-Konzepte und irgendwelche wirren Grafiken und so weiter. Und ich habe das Deponia Workbook von Simone endlich gefunden. Das habe ich nämlich neulich auch schon mal gesucht gehabt, ob das irgendwo rumliegt. Jetzt hole ich das doch glatt mal hier ran. Nee, zu Devilsman habe ich selber ja nichts auf dem Kasten gehabt, obwohl ich auch ein paar Sachen zu Night of the Rabbit hatte, irgendwelche Konzepte, die mir mitgegeben hat. Aber zu Devilsman, da war ich ja gar nicht involviert in das Spiel. Bei Night of the Rabbit auch nicht, aber da hat mir zumindest Matt irgendwelche coolen Sachen zusammengestellt, die ich mir angucken kann. Aber hier, das hier ist das Deponia Workbook von Simone. Das haben die Animatoren bei Deponia 1 in die Hand gedrückt bekommen, um zu wissen, das hat sie richtig professionell gemacht, ne? So richtig hier mit. Es gibt sogar eine Inhaltsangabe. Die unterschiedlichen Animationstypen. Personenanimation. Unskalierte Personenanimation. Wir haben denen sogar Abkürzungen gegeben, ne? PAs für Personenanimation. Unskalierte Personenanimationen sind UPAs. Und BG-Animationen, BGAs. Ja, das ist wichtig zu wissen, wenn man in Visionaire unterwegs ist. Muss man diese drei Sachen gut voneinander trennen. Personenanimationen werden skaliert. Unskalierte Personenanimationen werden nicht skaliert. Sie sind fix auf dem Hintergrund gebastelt. Und BG-Animationen sind ähnlich wie unskalierte Personenanimationen, bloß sind es eben keine Personenanimationen. So. Dann gibt es hier ein Kapitel zur Benennung. Und Ordnerstrukturen auf unserem Server, das ist wahrscheinlich so. Aber da ist hier auch die Geschichte mit der Raumnummer, ne? Dass die halt diese vierstelligen Raumnummern, so 3001 unterstrich Goal unterstrich Klettern, sowas. Oder 0000 für eine Personenanimation, weil die nicht raumabhängig sind, hießen die mit 0000. Rufus greifen. V unten, vorne unten. So. Animation vorbereiten und abspeichern. Arbeitsdateien, wie groß sind sie? Es wird in doppelter Auflösung animiert und dann wird nachher runterskaliert auf die tatsächliche. Positionierungshilfen für Scripter, sehr gut. Die brauchen wir, wenn wir das einarbeiten, brauchten wir. Das halbe Pixelproblem, sehr wichtig. Immer eine gerade Anzahl von Pixeln, weil sonst haben wir nachher halbe Pixel, einen Versatz um halbe Pixel im Spiel. Ja, das ist ein Ding gewesen. So, und jetzt Personenanimationen. Wichtig für Scripter. Und jetzt kommen die Sa Sachen wie der Turnaround. So sieht Rufus von allen Seiten aus. Kopfperspektiven und Gesichtsausdrücke, damit die Skripte auch wissen, wie kann Rufus aussehen in unterschiedlichen Gemütslagen. Und jetzt das Wichtigste, das Lip-Sync. Welche Vokalgruppen gibt es? Bei Edna bricht aus, war das Lip-Sync
waren drei Frames random abgespielt. Also hießen die unterschiedlichen Vokal- und Konsonantengruppen, hießen bei Edna bricht aus Random 1, Random 2 und Random 3. Aber hier sieht man die unterschiedlichen, genau, die unterschiedlichen Konsonanten und Vokalgruppen, zu denen es unterschiedliche Münder geben muss musste bei einem Diponia. Man sieht schon. Ist doch interessant. So. Dann, wenn leitet sie die Animatoren auch noch ein, wie man schöne Dummies bastelt von Rufus. Einfacher Dummy und der detaillierte Dummy. Naja, genau. Also als Animator hat man dann halt immer die unterschiedlichsten Hilfsmittel. Viele hatten auch so eine kleine Gliederpuppe auf dem Schreibtisch stehen, die sie dann halt immer so in eine Pose gedingst haben. Und ganz häufig hat man auch gesehen, dass Animatoren so die Hand angucken, ihre eigene. Dann machen den genau und zeichnen dann weiter. Weil man hat ja fast alles, was man braucht, um sich Referenzen für Charaktere zu holen. Hier, was ist das hier? Step by step. Ooh, baby. Oh. Die dicke schwarze äußere Outline soll nicht genau die inneren Lines verfolgen. Da gibt es ein bisschen Tessellation. Und hier, wie wird der Schatten angelegt? Auch interessant. Guckt mal, hier in Blau, damit man es besser sehen kann, wo es überall Schatten. Und so sieht er denn aus, wenn er schattiert ist. Aha, aha. So, hier gibt es noch Design-Details, Augenabstand und solche Sachen. Keine wirklich runden oder eckigen, rechteckigen Formen, sondern immer irgendwelche unregelmäßigen Formen. Nasenspitze mittig zwischen Pupillen und Kinn. Ah. Also das ist eine andere Kiste, die ich gefunden habe. Aber das zeige ich gleich auch noch mal. Guckt mal. Jetzt hier noch ein paar Sachen zu Goal. Auch da Turnaround. Farb-IDs. Beispielhafte Gesichtsausdrücke. Oh. Rauch. Es gibt hier einen Absatz über Rauch. Schick sieht das aus. Warum ausgerechnet Rauch so eine wichtige Rolle spielt. Also hier vor allen Dingen, das sieht schick aus, ne? Lecker. Möchte man richtig reinbeißen. Zuckerwattig. Wolken und Rauch. Wichtig, wenn man ein Deponia macht. Dann hier der erste Ansatz einer Figurensammlung. Damals gab es nur 7 Figuren, die sie hier
Obwohl Donner stand, ist schon dabei, also verrückt. Und noch ein paar Anmerkungen zur Gestaltung von Props und so weiter. Interessant, oder? So. Und was haben wir hier? Das ist nämlich das Einzige von Edna bricht aus, was ich bei The Delic noch gemacht habe, ist das Intro. Und ihr wisst ja noch vielleicht, wie es geworden ist, aber hier sind auch ein paar geskribbelte Ideen und Ansätze. Das Intro sollte ja eigentlich im Salon von, also im Speisezimmer, im Esszimmer von Ednas Elternhaus spielen. Und das mag ich kaum zeigen, so hässlich ist das. Guckt mal, da war irgendeine Idee mit Edna sitzt am Tisch und Dr. Marcel und Mathis sind da und Harvey taucht irgendwie hinter Dr. Marcel auf. Und das habe ich irgendwie so hier auf so Karo-Papier gescribbelt. Was zur Hölle? Also die Idee ist nachher irgendwie geworden, aber da sind auch noch andere Sachen da drin. Guck mal, an den Screen kann man sich erinnern. Was ist das hier? Da steht, weit ab in den tiefsten, in den Tiefen des Weltalls liegt der Gitterplanet. Mehr steht da nicht. Guck mal, hier schwimmen noch ein paar Dr. Marcells in Rettungsringen durch die Gegend. Und hier ein alternativer Ansatz mit einem Edna Zilla. Wow. Ich glaube, das haben wir nachher für Räuberhäuptling Fusselbart wiederverwendet. Ach nee. Da war sie so ein Tyrannosaurus, ne? Und hier, sogar mit Dialog. Guck mal. Die Essensszene, wo Harvey hinter Dr. Marcel redet. Komm schon, Edna. Iss doch was. Warum will sie nicht essen? Warum kichert sie? Macht Harvey einen Unsinn. Und hier nochmal was ganz Ähnliches mit Alfred. Aber es ist so hässliche Skizzen sind das gewesen. Aber hier, neben diesen Skizzen, habe ich hier auch Sachen gefunden, die einen Weg ins Spiel gefunden haben. Hier habe ich sowas wie Character Concepts auf Papier gemacht. Und ich glaube, den Hulgur, den habe ich möglicherweise so benutzt. Hatte ich mich nicht darüber gewundert, dass der halt mit dem, guck mal, Peter. Adrian ist auf jeden Fall genau der, der ist im Spiel gelandet. Stesel. Blase. Der Schlüsselmeister. Der Alumann. Dr. Marcel, Version 1. Ednas Vater. Hoti und Moti. Hallo. Lanistan, Janistan. Hier heißt der Bienenmann noch der Wachsmann. Herr Mantel. Der Pastor.
Und der Barmann. Aha. So, diese Dinger waren, gab es hier. Aber es ist nicht das Einzige. Genau, ein Schluck Wasser in der Kurve. Das sollte das Bild auch tatsächlich sagen. Ich weiß nicht, was genau das hier ist. Guckt mal. Ich glaube, das war schon mal ein Versuch, Ätna ein bisschen aufzuhübschen mit Vordergrundobjekten. Ich glaube, diese Kamera sollte halt irgendwo in den Vordergrund. Und hier? Keine Ahnung. Dann habe ich hier irgendwie eine Wandleuchte gemalt. Aber ich weiß nicht, wofür die war und wo die hin sollte. So. Diese Illu, ich habe keine Ahnung, wie die entstanden ist. Aber hübsch. Irgendwie, also nicht fertig, irgendwie. So, die Outlines sind einigermaßen fertig. Guck mal, wie sogar noch hier die, wie die Flügel mit so einer Büroklammer da befestigt sind. Das Zimmer vom Wissenschaftler. Ist die da? Ist die da drin? Und das hier ist tatsächlich ein Bild, das es so ins Spiel geschafft hat. Das wurde eingescannt und dann am Computer koloriert. Guck mal, da sieht man noch meine Bleistiftzeichnung darunter. Aber irgendwie habe ich das so hingekriegt, dass beim Scannen, dass er nur die gecleante Version da drüber genommen hat. Da musste ich nicht mal mehr wegradieren. Das ist, ich meine, das ist genau die Szene, wie sie auch im Spiel ist. Nur, warum ist Ätna nicht gecleant? Ich verstehe es nicht. Vielleicht habe ich das dann nochmal eingescannt und der Ätna dann nochmal separat gecleant auf einer nochmal ausgedingsten. Und hier waren ein paar Vorschläge, wahrscheinlich aus dem Marketing. Die habe ich, glaube ich, nicht selber gemacht, wie das Cover aussehen könnte. Da war ich aber nicht mit einverstanden. Also das waren jetzt keine Reinzeichnungen, sondern nur so Ideen. So. Diese Dinger sind, meine ich, auch im Spiel gelandet. Ach nee, das ist mein Cover-Artwork. Da habe ich den Gegenentwurf gemacht und habe selber gezeichnet. Und das hier, diese Illu, habe ich hier auf dem Papier gezeichnet und dann eingescannt und dann ist sie auf dem Cover gelandet. Also das ist genau die, das ist alles handdingsig. Interesting. Das hier müsste mir doch irgendwie einen Hinweis darüber geben, wie ich gearbeitet habe. Tut es aber irgendwie nicht. Guck mal, hier habe ich, das ist die Cover Ätna mit Bleistift vorgezeichnet. Und dann habe ich das durchgepaust. Wirklich, ich habe das Clean-Up quasi, das Fineliner-Clean-Up, habe ich auf dem zweiten Blatt Papier gemacht. Das ist wirklich ganz schön seltsam. Das hier finde ich auch hübsch. Aber das hat es nicht ins Spiel geschafft. Die fliegende Ätna. Hui. Hier ein erster Entwurf, wie Dr. Marcel am Tor aussehen könnte. Ich hatte auch irgendwie offensichtlich keine Zeit oder keine Lust oder kein... Ja, guck mal, das habe ich sogar noch hier zusammenge...
Irgendwas über irgendwas anderes, was schon auf dem Papier war, so halb drüber gezeichnet. Ja, keine Ahnung. Also wirklich wie eine besoffene Spinne, die halt irgendwie so ein hässliches, krakeliges Netz. Aber ich wusste ja, was gemeint ist. Also mehr musste ich mir nicht geben hier. Also im Endeffekt ist das ja quasi die Nummer geworden, aber ich kann nur mit dem Kopf schütteln. Wie das hier, guck mal, dann habe ich das irgendwie so grob gemacht und dann hier dasselbe noch mal ein bisschen feiner, aber auch nicht so fein, dass es halt schon produktionsfertig geworden wäre. Hier ist noch mal ein gecleanter Kopf, warum auch immer. Hier habe ich noch einen Fuß daneben gezeichnet. Ja. Oh, bin doch noch ein bisschen müde. Und jetzt zu Zwill. Das sind auch Spielassets. Guck mal. Hier habe ich mit Bleistift was vorgezeichnet. Dann habe ich das auch durchgepaust irgendwie und mit Fineliner das gecleant. Und dann habe ich auch noch das gecleant. Die einzelnen Bootsdielen, die mich halt irgendwie, keine Ahnung, das Boot da drunter gelegt habe und gesagt habe, okay, und die muss ich nochmal einzeln cleanen, weil die sollen ja in einer anderen Farbe da drüber liegen. Was ich mir dann dabei gedacht habe. Ich habe wirklich keine Ahnung. Das ist halt alles irgendwie so. Das kommt mir heute so spunkig vor, was ich gemacht habe. Guckt, hier ist der vorgezeichnet und das Steuerrad habe ich da schon geclean daneben gezeichnet. Das brauchte ich zur Animation in zwei Versionen. Die habe ich auch einfach mal so nebeneinander gezeichnet. Das reicht ja. Zwei. Hier ist, so sieht der aus. Ich wusste es ja nicht besser. Ich habe es ja nicht gelernt. Jetzt, pa! So. Ja. Das ist alles unter sehr großem Zeitdruck offenbar entstanden. Hier, das Deck. Das ist das Originaldeck. Das ist die Zeichnung, die ich auf dem Papier gemacht habe, um sie dann einzuscannen, damit sie dann im Spiel landet. Als das Deck. Mehr ist es nicht. So sieht es aus, sah es aus damals. Und hier das gecleante Piratenschiff. Das mit den Bodendielen, das hat so nicht funktioniert, wie ich es da gemacht habe. Deswegen habe ich ihn nochmal separat gemacht. Aber schön geworden eigentlich sonst. Ich glaube, das ist einer der besten Zeichnungen, die es in das Spiel geschafft haben, ist dieses Schiff von Dr. Marcel. Und was auch immer das hier ist. So. Tja, da habt ihr wieder was gelernt. Ich wünschte, ich hätte halt die Spielhintergründe. Die sind, also ich verbinde damit halt deutlich mehr. Aber das ist irgendwie scheinbar noch ein zweiter Karton, der irgendwo auch rumstehen muss. Den ich auch irgendwann mal finden werde. So. Wie lange sind wir denn jetzt schon unterwegs? Schon fast 40 Minuten. Da könnte man eigentlich auch schon mal drüber nachdenken, anzufangen zu spielen. Oder wollen wir noch ein bisschen 3D-Anstalt basteln? Was meint ihr? Ist überhaupt noch jemand da, der hier antworten kann? Ich weiß, ihr legt euer Handy dann immer wahrscheinlich gut so zentral in die Wohnung, dass man das halt in jedem Winkel der Wohnung hören kann und dann geht ihr erstmal die Wohnung putzen. So stelle ich mir das vor, wie ihr hier diese Streams
konsumiert. Ach so, du weißt gar nicht, was die 3D-Anstalt ist. Ja, das ist so ein Projekt, das wir die letzten Male immer quasi so zum Einstieg in den Stream gemacht haben. Ich habe dann immer erst nach einer Stunde angefangen, mir das Let's Play anzugucken und darauf zu reagieren. Und den Einstieg habe ich immer damit gemacht, dass ich, Moment, kann ich das hier einmal kurz zeigen? Vielleicht sollte man immer zur Sicherheit einmal heute hier. So. Dass ich hier die Hintergründe von Edna genommen habe, um zu gucken, wie diese, es ging, glaube ich, so ein bisschen aus so einer Diskussion hervor, ob denn die Räume, ob das überhaupt realistisch sei, wie das alles zusammenhängt. Da haben wir halt angefangen, einzelne Anstaltsflure aus dem obersten Stockwerk, aus dem Turmstockwerk sozusagen. War das hier? Ja. Hier zu modellieren. Nee, das ist nicht das, was zusammenhängt. Ne? Hier, guck mal, den hatte ich hier gebaut in dieser Version. Vielleicht Alt H, vielleicht. Ah ja, guck mal, da ist der andere. So. Und also einfach mir die Hintergründe aus dem Netz irgendwo runterzuladen. Hier zum Beispiel von 4Players. Und dann daraus halt quasi, das sind jetzt allerdings alle Screens aus dieser Enhanced Edition. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, wie die genannt haben. Und dann halt die Raumgeometrien, damit man sich vorstellen kann, wie hängen diese Räume eigentlich zusammen. Und hier, das ist einigermaßen so, wie es gemeint ist. Ich habe schon gesehen, die Schräge ist, wenn man das halt perspektivisch einigermaßen richtig haben will, dann ist diese Schräge tatsächlich wie unterscheidet man denn diese Schrägen? Das Gefälle ist nicht steil genug. Gedacht war eigentlich, dass das hier so aussieht wie der Turm von außen, ne? Und dann wäre hier noch das Büro von Dr. Marcel dran. Hier diese Abstellkammer. Die hatte ich hier angefangen irgendwie, aber nicht richtig. Aber die haben wir jetzt in der anderen Datei. Und ja, das wäre schon alles, was hier ist. Hier hinten geht irgendwo der Lüftungsschacht lang. Und so könnte man dann jetzt daraus so peu à peu die Anstalt zusammenbasteln. So. Aber erstmal trinke ich einen Kaffee. So, was ist. Ich habe neulich deine geheime Webseite gefunden. Ist es Absicht, dass es da Stellen gibt, die man ergoogeln kann? So weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, welches du mit meiner geheimen Webseite meinst. Meine alte? Von damals? Tja. Das ist alles noch Web 0.4. Also noch nicht mal Web 1.0. Das war alles noch Web 0.4, weil ich bin so alt, dass ich halt zusammen mit den Dinosauriern gelernt habe, wie man Webseiten erstellt. Der Stegosaurus war ein ganz großer Fan von Flash-Seiten. So. Lurker und VOD-Schauer. Ja, Entschuldigung, Anonymous, dass ich den letzten Stream immer noch nicht hochgeladen habe auf YouTube. Der kommt aber noch. Hab aber die Hände meistens an der Gitarre. Ja, da gehören wir auch hin.
Es gibt kaum einen besseren Ort für Hände. Ich kenne 1, 2, aber die verrate ich hier nicht. So. Ich glaube, wo man das Uralbum von mir finden konnte. Ja. Ach, das ist alles, genau. Ich habe so ein paar historische Spuren für Netzarchäologen hinterlassen, damit man... Also, was sagt ihr denn jetzt? Ihr habt meine Frage ja immer noch nicht beantwortet. Wollen wir denn jetzt mit dem Let's Watch Let's Plays, mit der Reaction-Action anfangen oder wollen wir noch ein bisschen 3D basteln für die letzten 10 Minuten, die wir jetzt noch hätten? Bevor die erste Stunde um ist. Schreibt doch mal bitte. Ja, rein ins Let's Play. Okay, Einzelmeinung oder ist das der Konsens hier? Auf geht's. Na gut, dann gehen wir rein. Eine Sache nochmal vorher. Wir haben, ich habe es vorhin, glaube ich, angefangen zu erzählen, aber nicht zu Ende erzählt. Ist, dass wir jetzt announced haben, dass unsere nächste, Single, die wir veröffentlichen, wird eine neue Version zusammen mit der Band jetzt endlich von Dünnes Eis. Für alle, die nicht, das nicht auf der Pfanne haben, das ist ein Song, den habe ich damals in dieser grauen Vorzeit quasi, als ich noch ein noch vor Dedelic-Zeiten und so weiter mal aufgenommen gehabt und habe den aber nie veröffentlicht. Und dann hatte ich den halt irgendwie auf Halde. Und als wir bei Deponia festgestellt haben, dass wir nicht genug Soundtrack haben, hatten wir den bei in Lonzos Kneipe als den Background-Soundtrack eingebastelt. Und dann habe ich in den Entwicklerkommentaren erzählt, dass genau, dass das halt ein alter Song von mir ist und habe den halt einfach diese alte Aufnahme. Es war ja auch eine Studioaufnahme, ne? Genau, bloß hatte ich noch keine Band. hab diese Aufnahme ins Netz gestellt, die kann man sich auch immer noch angucken. Das ist halt bis heute eins unserer meistgeklicktesten YouTube-Videos, weil meine alte YouTube-Seite, die ist halt irgendwann quasi in Bandbesitz übergegangen und da ist sie jetzt. Und genau, Dünnes Eis ist so eine Art historischer Baumann-Bergmann-Pokinsons Publikumsfavorit. Und den haben wir jetzt mit der Band das erste Mal so richtig wieder aufgenommen. Und man kann den jetzt bereits auf Spotify pre-saven. Wer gerne Sachen pre-saved, der kann das jetzt schon machen, hat mir Anne verraten. Ich weiß nicht, wo man da hin muss, wahrscheinlich auf unsere Seite auf Spotify, aber es ist möglich. Und im Zusammenhang mit diesem Song und mit diesem Release steht natürlich auch unser großes Geheimprojekt. Und da kommt noch der große Paukenschlag. Einige Pinks wissen es ja schon, weil die immer einen kleinen Schritt voraus sind mit allem, was da auf euch zukommt. Und die dürfen jetzt einmal quasi ein ein wissendes so Nicken in die Runde werfen. Hallo, Tjell war es auch da. Unser Viking Ping. Und Deputy, habe ich dem überhaupt schon Hallo gesagt? Nexalam, ich glaube nicht. Da sind noch einige Pings dazugekommen jetzt in der letzten. Ihr seid doch noch geheim. Genau. Ein nickendes O, genau. Dankeschön. Ah, das ist das nickende O. Mhm. Ah. Ja, die, genau wissen die natürlich auch nicht, was auf die zukommt. Das, aber sie haben schon, wissen schon wenigstens ein bisschen was. So. So viel zu dem nickenden O. Gut, dann mache ich hier wieder aus
Und dann mache ich das Let's Play jetzt an, ne? Da habe ich jetzt auch die 10 Minuten ja schon fast verquatscht bekommen. ja, nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz. Was? Ist sogar noch mehr Zeit geworden, bis die Stunde um ist. Ich dachte, wir haben nur noch 10 Minuten, aber jetzt steht hier, jetzt ist noch eine Viertelstunde hin. Dann wäre die Stunde rum. Naja, egal. Wir fangen trotzdem an. Das Let's Play zu watchen und zu kommentieren, denn. Für alle, die nicht wissen, was passiert, reagiert. Oh, mit 10 hast du Edna gespielt. Krass. Ja, ich bin alt. Ja. So. Gut. Es gibt keine schönere Version, um einem zu sagen, du bist alt, Poki. Oh, warte mal, ich hänge hier zu tief, zu hoch. Wie sehe ich denn aus? Grau geworden sehe ich aus. So, das ist die richtige Farbe für den Hintergrund. Guck mal, ich habe hier einen Knopf, da kann ich mein Tuch von grün auf orange umstellen. Damit ich so aussehe wie der andere Rogi da oben in der Ecke. Da hinten. Hallo, du da hinten. Er versteckt sich. Hat er vielleicht was vor? Ich weiß es nicht. Das war eine gute Entscheidung, nochmal Kaffee zu machen. So, do, do. Ja, dann, ich hoffe, wir waren hier wirklich stehen geblieben. Ihr könnt es mir nicht sagen, die Hälfte von euch kann es mir nicht sagen, weil die Hälfte von euch noch vergeblich auf das VOD gewartet hat. Auch überall drauf, das ist so ein schönes Spiel. Oh, warte, wenn wir schon mal dabei sind, das ist natürlich Pflicht. Einfach mal wieder ein bisschen anranzen und ansonsten mal nur für Personal. Nur für, ja, Personal Interest. So, hier ist auf jeden Fall Personal, erkennt man sofort. Was ist das denn? Der Fahrgast und der Kontrolleur. Boah, ich glaube, der Fahrgast hat entweder ein Verdauungsproblem oder keine Fahrkarte dabei. Erstmal ansehen. Er scheint mir ein wenig nervös zu sein. Der hat wahrscheinlich kein Familienticket gelöst. Himmel, nein. Ein Kontrollfreak. Guten Tag. Was? Guten Tag. Was? Guten Tag. Was? Guten Tag. Was? Okay, das Video ist ziemlich leise, wird gesagt. Oh, das stimmt, das ist tatsächlich ziemlich leise. Ich mache das mal deutlich lauter. Ich kann mich gut an diese Aufnahmen hier erinnern, weil wir davon ein Video gemacht hatten damals. Ich weiß allerdings nicht mehr, wo das gelandet ist. Möglicherweise existiert das nicht mehr. Aber ich meine, ja, das ist derselbe Sprecher, der auch den Torwächter gesprochen hat, vorne am Gate. Der war nicht so ein ausgebildeter Sprecher. Aber dem hat das offensichtlich Spaß gemacht zu schreien und das konnte er auch ziemlich gut. Wir haben hier jeden Sprecher nach seinen Fähigkeiten eingesetzt. Jetzt ist gleich Fußball. Was gibt es denn für Fußball? Fußball gibt's. Guten Tag. Ja, das ist doch Was? besser von der Guten Tag. Lautstärke. Nee, das ist zu laut. Was? Guten Tag. Was? Also bei Guten mir ist Tag. es zu laut. Was? Guten Tag. Ich hänge gerade in einer Zeitschleife fest. Okay, mit dem können wir nichts anfangen, außer natürlich. Das sind frische, super Topflappen, Alter. Ich glaube, der übt gerade Konsonanten. Okay, top auf den Kopf. Messer in die Kehle. Der scheint ein bisschen.
Ich möchte das Wort retarded ja nicht benutzen. Aber ich glaube, das ist der schlimmste Patient. Boah, können wir den nicht irgendwie festhalten? Den vergisst man auch immer noch, dass der, weil der eigentlich auch für nichts gut war. Der hat auch keinen Namen und nichts bekommen. Was denkst du von diesem Typ, Harvey? Er ist ein wenig nervös, wenn du mich fragst. Wirklich? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ei, caramba! Können wir mit dem überhaupt irgendwas machen? Offenbar nicht. Was ist das denn hier alles? Ein Plakat! Dieses Plakat klärt einen über die korrekte Nutzung des Wäscheliftes auf. Es verschweigt die praktische Anwendung als Nahverkehrsmittel. Ein Wäschelift. Und Edna hat Wäsche an. Wer erkennt den Zusammenhang? Ups. Absicht. Psst. So, Plakat. Weißt du irgendwas Neues, Herr Plakat? Diese Vorschriften haben hier nichts mehr zu sagen. Na gut, die sind ja eh kaputt. Ich glaube, diese Vorschriften haben hier keine Gültigkeit mehr. Na gut, die sind ja eh kaputt. Außerdem sind die ganz dreckig. Der Wäscheliftbereich ist stets sauber zu halten. Und außerdem sind die ganz dreckig. Der Wäscheliftbereich ist stets sauber zu halten. Juhu! Und außen? Nee, top geht nicht. Über das Mitführen von Geschirr und Küchengeräten steht hier nichts. Nehmen wir einfach an, es sei verboten. Also machen wir's. Ganz klar. Ups. Absicht. Natürlich. So, mit der Gabel bestimmt das Gleiche. Nee, pieks. Und ein paar Löcher reingemacht. Der Wäscheliftbereich ist stets sauber zu halten. Als hätte ich damit angefangen, mit dem Hotspot. So, haben wir den Fußnagel noch? Nee, da müssen wir... Alter, wie viele Füße die Alte hat, ist mir echt ein Rätsel. Unfassbar. Huch, hier, Plakat. Die wachsen so schnell nach. Kämpft Captain Unbrauchbar für Recht und Hausordnung. Okay, das geht auch nicht. Ich bin bei der Polizei. Ich mache meine eigenen Vorschriften. Das haben wir schon probiert, ne? Ganz kurz, können wir den verhaften? Nee, ne? Nee, der kann nur rumargeln. Argumentieren. Bitte keinen Abfall in den Wäschelift werfen. Oh, sie läuft zum falschen Ausgang. Oh, jetzt hat die den Becher weggeschmissen. Oh, du doofe Schlunze, den brauchen wir noch. Bestimmt. Man kann sich doch jedes Mal einen neuen holen. Gut, der Hase ist beeindruckt. Und ansonsten, kann man das verprügeln? Über ein Verbot von Poloschlägern im Wäschelift steht dort nichts. Das ist ziemlich belanglos, oder? Wir hätten uns ja eh nicht dran gehalten. Ja, es geht auch ums Prinzip, dass wir aus Prinzip die Regeln brechen, Harvey. Das weißt du doch. Der Wäscheliftbereich ist stets sauber zu halten. So, haben wir wieder ein bisschen Randale gemacht. Hier sind Knöpkes, hier ist Janisch. Ich benutze mal die Leertaste. Der Kontrolleur. Erstmal ansehen, haben wir schon, ne? Himmel, nein. Ein Kontrollfreak. Der Kontrolleur wird übrigens auch nicht von einem professionellen Sprecher oder professionellen Sprecher in Ausbildung gesprochen. Der Kontrolleur wurde von dem großen Klaas, von Klaas und Klaas, gesprochen. Und das, obwohl der große Klaas, der kleine Klaas hat Juppi Jupsen gesprochen und war unser erster DDDPR-Mann. Aber der kleine Klaas und der große Klaas, die kannte ich halt schon vorher von DDP, dem Publisher, wo ich ein halbes Jahr lang Praktikum gemacht habe, bevor ich mich mit Carsten, der damals da noch der Abteilungsleiter war, der PR- und Marketingabteilung, mit ihm quasi die Firma gegründet habe, aus heiterem Himmel für mich. Und für alle anderen auch, unter anderem für Klaas und Klaas. Und die fanden das halt so ein positiv verrückten Move, dass dann halt die besten Leute, das waren eigentlich alles sehr gute Leute, aber so zumindest
die zu, in der ersten Staffel so die meine beiden Lieblingskollegen bei DTP sind quasi also sind nach wenigen Monaten hinterhergekommen und saßen dann beide Delic halt im PR und Marketing. Das waren der Olli und das waren der Klaas. Und also der kleine Klaas. Aber der große Klaas, der ist später auch der Delic PR-Mann gewesen. Deutlich später. Der war auch mal eine Zeit lang. Aber genau, ich glaube, das war, es ist nicht nur Zuckerschlecken gewesen unter Carsten, der ja selber quasi mit Leib und Seele PR-Mann ist. Unter ihm quasi als genau diese Zuständigkeit inne zu haben, weil er da sehr, sehr krasse Vorstellungen immer hatte und genau, denen es schwierig war, zu gerecht zu werden. Und ich weiß halt zumindest, dass der große Klaas, der hat halt, dem hat es halt echt nachher überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. So. Aber der kleine Klaas ist halt immer sehr gut mit Carsten und diesen Anforderungen zurechtgekommen. Ja. Soll ich sagen? Genau, das war auf jeden Fall ein spannender und ein Schlüsselposten. Ne? Ich habe ja hauptsächlich in der Entwicklungsabteilung gesessen, aber meine Hauptconnection zum Turm, wie wir es immer gesagt haben, ne? Wie in Elfenbeinturm, aber tatsächlich, weil das Büro so geschnitten war, dass es halt quasi noch einen quadratischen Bereich quasi gab in der Büroetage, die wir nachher für uns vereinnahmt hatten. Da saß das Publishing drin. Die saßen quasi im Turm. Also man kann sich das so ähnlich vorstellen wie den Grundriss von der Irrenanstalt hier bei Edna bricht aus. Und im Sanatorium, sagt man heute. Und das Publishing saß halt im Turm. Man kann sich das aber nicht nur orthografisch oder halt topologisch vorstellen wie bei der Irrenanstalt, sondern auch inhaltlich. Das geht. So. Was schreibt ihr jetzt eigentlich noch? Nö, nix. Was? Ja, genau. Aber hier hat halt auch der große Klaas, obwohl er noch gar nicht bei The Delic war, sondern noch bei DTP gearbeitet hat, hat er es sich nicht nehmen lassen, eine kleine Sprecherrolle zu übernehmen schon für uns. Weil er es cool fand und es gerne wollte. Der mochte halt auch Edna von Anfang an. Carsten hat ja irgendwann quasi durchgedruckt, dass ich das Spiel, das halt damals ja noch meine Diplomarbeit war und nichts weiter, dass ich das bei DTP vorstelle. Und es hat halt niemanden interessiert, außer Carsten und seine Leute da, seine engsten Mitarbeiter in seiner Abteilung. Da waren halt ein paar andere, die haben sich das angeguckt und so, aha, was ich ehrlich gesagt nachvollziehen konnte. Es ist halt irgendwie, es gab halt damals ja noch keine Indie-Spiele, ne? Und Edna sieht halt nur mal so aus, wie mit stumpfen Zähnen aus dem Bierdeckel gebissen. So. Kommt mir bekannt vor. Hallo, Herr Kontrolleur. Guten Tag. Die Fahrscheine, bitte. Ach ja, Klaas. Ich musste ganz eilig. Ich hab mit Klaas auf der Polaris ein bisschen schnacken können. Das ist schön. Der ist jetzt bei. Ich will sagen, Bandai Namco. Nein, ich müsste es besser wissen. Ich sag lieber gar nichts. Ich weiß, wo er ist. Mir fallen die fällt nur immer nicht so einfach
Namen tatsächlichen Sachverhalten zuzusortieren. Deswegen sage ich lieber gar nichts. Aber er war auf der Polaris und hat mich da quasi beim Stand mit und das quasi aufs Dach der Welt mitgenommen, wo man einen schönen Überblick über die ganze Messehalle hatte. Das war ein schöner Stand und ein sehr willkommener kleiner Ruhepol in dem Gemenge, durch das man da so durchgeschoben wurde. Ja. Später bin ich dann mit der Nina, die jetzt auch bei Dedelic ist mittlerweile, hier. Ladies and Gentlemen, aus den tiefsten Tiefen des Internets, Shigeako. Genau, die. Mit der bin ich halt noch ein bisschen über die Polaris getingelt. Und, unsere Lulu, die Cosplayerin, die halt bei mehreren unserer Musikvideos im vorvergangenen Jahr mitgewirkt und mitgeholfen hat und teilweise halt auch federführend. Genau, die und Chris, unseren Kameramann quasi, im Verbund, die habe ich da auch getroffen. Wen habe ich denn noch getroffen auf der Polaris? Budi, der war aber so im Stress, dass er mir gleich zweimal Hallo gesagt hat. Im Zeitraum von 5 Minuten. Aber beim zweiten Mal schon vergessen hatte, dass er mir beim ersten Mal schon Hallo gesagt hat. Und ich konnte nicht und da erstmal fragen war. Was hat der nervöse Mann dort in der Ecke für ein Problem? Ja. Und natürlich war Gok auch bei uns zu Besuch im Rahmen der Polaris. Den habe ich zwar nicht auf der Polaris gesehen, weil der da halt nicht nur durch die Hintereingänge mal wieder geschleust wurde. Und dann habe ich ihn aus der Ferne gesehen, als er seine Autogrammstunde hatte. Aber der war dann halt am Abend vorher bei uns und da konnten wir ein bisschen schnacken. Aber das habe ich ja alles schon erzählt. Achte ihn gar nicht. Ich schreie ihn schon die ganze Zeit an, dass er nicht so nervös sein soll. Aber denkst du, er hört auf mich? Ah! Ich glaube, das hilft. Vielleicht wäre der Mann weniger nervös, wenn du ihn nicht anschreien würdest. Was? Du meinst, er benimmt sich meinetwegen so bekloppt? Das ist doch... Hey du, benimm dich gefälligst, als wäre ich nicht da. Sonst komme ich gleich rüber. Und dann hagelt's aus, Granate. Ehrlich gesagt, macht Klaas seinen Job richtig, richtig gut. Also ich find seine Sprecherqualitäten phänomenal, aber die Aufnahmequalitäten sind nicht so gut. Also als hätte da irgendjemand, man hört den ganzen Raum, ne? Es hallt und schallert und weil er wahrscheinlich so laut ist, dass er halt irgendwie sich 5 Meter vom Mikrofon entfernen musste. Aber ein findiger Tontechniker, und ich glaube, das war aber damals Finn, der das aufgenommen hat. Also, und der ist ja eigentlich findig. Sogar der hätte eigentlich einfach nur runtergepegelt und dann hätte man den Sound mit guter Qualität gehabt. So. Jetzt haben wir ihn halt so. Was zur Situation. Ja, und das die Idee, den halt diesen nordischen Akzent zu geben, das war auch Klaas eigene Idee. Der hat quasi das, hat ein paar Sachen angeboten, wie er die Rolle anlegen würde, wie man in Schauspiel- und Sprecherkreisen sagt. Also wirklich, ganz, ganz schön professionell. Also hat Klaas echt fantastisch gemacht, finde ich. Aber genau. Nur das, der Wechsel von leise zu laut, der ist bei der Aufnahme. Vielleicht standen wir auch unter Zeitdruck. Auf jeden Fall sensibel. Guten Tag. Die Fahrscheine, bitte. Ich muss mal ganz kurz Bärte vergleichen. Guck mal. Bartvergleich. Bartvergleich. Nee, doch nicht. Ich dachte, da wäre vielleicht Ähnlichkeit, aber nee, nein, nein. Heute ist mein Bart auf jeden Fall deutlich weißer als damals da oben. Aber guck mal, wenn ich mich halt hier so unterm Rand verstecke, Moment, so, dann sieht man das auch gar nicht, ne? Wie der da oben.
muss dann näher ran. Und dann komme ich immer nur hoch, wenn ich was zu sagen habe. Wieso gibt es den Neurotiker eigentlich? Weil ich ihn gerne machen wollte. Ich habe diesen Charakter mit dieser Frankenstein-Monster-Frisur und diesem seltsamen bananenförmigen Kopf, den habe ich irgendwie, der hat eigentlich auch in meinen frühen Zeichnungen halt immer so ein leeres, den habe ich halt einfach häufig gezeichnet, ich weiß nicht, ich wollte einfach, dass der da sitzt, dass der auch Teil des Spiels ist. Aber genau, der hat keine, es gibt ja sehr viele Sachverhalte in Edna bricht aus, die keine inhaltliche Relevanz haben, sondern einfach nur schmückendes Beiwerk sind sozusagen, um die Welt auszugestalten. Warum nicht auch ein kompletter Charakter? So, ich hatte es ja, ich musste, es gab kein Budget, also musste ich auch nicht drauf achten. Das klingt total bescheuert, aber das ist der Grund. Ich hatte kein Budget, also musste ich nicht aufs Budget achten. Nein, ich meine ganz raus. Ja, ich hab dich verstanden. Benutzt die Tür dahin. Die Tür an der Stirnseite des Fahrkartenentwertungsbereichs. Ich meine aber noch weiter raus. Aber wenn du durch die Tür dort gehst, bist du ganz draußen. Was hinter der Tür ist, gehört nicht mehr zum Wäscheliftsystem. Richtig. Aber wenn ich noch weiter raus will. Ah, ich verstehe. Du meinst die Kantine, richtig? Ich geb's auf. Dabei war sie fast dran. Ich möchte bitte eine Karte lösen. Haha, guter Witz. Die Fahrscheine sind begehrte Objekte in diesem Haus. Es gibt nur eine Handvoll. Und du bist noch lange nicht dran. Verdammt. Wie kommen wir denn an eine Karte? Ach so, erstmal natürlich... Fahrschein? Ich sehe gar keinen Zug. Das liegt daran, dass es keinen Zug gibt. Wofür brauche ich dann den Fahrschein? Es ergibt keinen Sinn. Ganz langsam. Der Fahrschein ist natürlich für das Wäscheliftsystem. Der Wäschelift wird einmal quer durch das ganze Haus. Er macht halt im Keller, im zweiten Stock und hier im ersten. Wir brauchen einen Fahrschein. Wie bekomme ich denn dann einen Fahrschein? Das ist doch vollkommen unlogisch. Ihm ist wasserdicht. Ich habe es mir selbst ausgedacht und es ist wasserdicht. Dann muss es doch eine Möglichkeit geben, eine Karte zu bekommen. Gibt es auch. Alles ist berücksichtigt. Jeder kommt dran, wenn er an der Reihe ist. Aber hier gibt es keine Reihe. Na, ich sehe doch ein bisschen... Dann willst du sie wohl besser gleich suchen, oder? Ich höre da doch ein paar Wackeligkeiten in seinem Akzent, ehrlich gesagt. Ja, ein bisschen dran feilen können, Klaas. Aber manchmal sitzt er ja. Und manchmal rollt er das eher dann doch irgendwie fast eher bayerisch als nordisch. Das sind ja zwei unterschiedliche Arten, das R zu rollen. Aber ich kann das überhaupt nicht so in Dialekten reden. Ich falle auch immer in einen falschen Dialekt, wenn ich versuche, in Dialekt zu reden. Ich finde das sehr bewundernswert, wenn Leute das können. Ich versuche es natürlich immer mal wieder, aber ich mache es nicht gut. Aber ich mache es immer noch besser als Anne. Die kannst du nämlich noch weniger. Weil hier klingt alles in kürzester Zeit bayerisch. Anstatt hier rumzustehen und die Reihe zu blockieren. Selbst wenn sie versucht, Französisch zu reden. Ja, das ist nicht einfach. Wo kriegen wir denn jetzt... Wer hat denn alles eine Karte? Wer hat denn alles eine Karte? Es sind viele Karten im Umlauf. Einer hat Herr Mantel. Er hat eine Dauerkarte und ist unser treuester Kunde. Das heißt, er wohnt im Wäschelift. Eine weitere Karte hat Professor Nock. Er besucht damit regelmäßig seine peruanischen Bernsteinminen. Und damit sind die peruanischen Bernsteinminen im Erdgeschoss gemeint. Die dritte Karte hat der Alumann. Allerdings spiele ich mit dem Gedanken, sie aus dem Verkehr zu ziehen. Er benutzt die Karte nicht vorschriftsmäßig. Ja, und wer hat noch alles eine Karte? Du sagtest, es sind viele Karten im Umlauf. Wieso? Das waren doch schon viele. Ja, das ist auf jeden Fall wasserdicht. Okay, Herr Mantel wohnt im Wäschelift. Den haben wir schon mal getroffen, glaube ich. War das Herr Mantel? Ich glaube, das war Herr Mantel. Ach so, ja, stimmt. Zu dem kommen wir also nicht durch. Professor Nock haben wir noch nicht getroffen, glaube ich. Und da bleibt nur der Alumann. Und mit dem haben wir noch andere Pläne, beziehungsweise er hoffentlich mit uns.
Wer ist denn als nächstes dran? Als nächstes ist die Nummer 2 dran. Und wer ist die Nummer 2? Das fragst du sie am besten selber. Ich gebe keine Informationen über Passagierepreis. Dein System ist vollkommen unlogisch. Das System ist so wasserdicht wie ein Südwässer. Es kommt einfach immer der Nächste an die Reihe. Aber ich bin die Nächste. Dann kannst du mir auch dein Ticket zeigen. Können denn niemals mehr als die 3 genannten Personen den Wäschelift benutzen? Ich meine, was ist zum Beispiel mit Ticket Nummer 4? Pass! Nicht mit diesem modernen Snickschnack. Wir haben hier nur die guten, alten, traditionellen Zahlen. 1, 2 und die dritte halt. Die nicht 1 oder 2 ist. Ach, schön. Okay, da kommen wir also nicht durch. Stopp! Nicht so schnell, Freundchen. Ich muss erst den Fahrschein sehen. Mist. Mist, Doppelmist. Wir brauchen einen Fahrschein, um weiterzukommen. Übrigens, ich werde Poki nicht immer sofort anklicken, weil der doch ganz schön viel spoilert. Wir lassen uns da mit einigen Pokis immer ein bisschen Zeit. Oh. Und ich frage mich, wo der Spitzname Poki kommt, weil der... Nee, der Garfield hat einen Teddy, der ist Poki, ne? Poki hieß der mit Doppel-O-K-E-Y. Poki oder so, wenn ich mich recht entsinne. Ich dachte, vielleicht hängt das irgendwie zusammen, aber es sind natürlich nur Mutmaßungen. Falsch gemutmaßt. Oh, ein Happy Birthday Klo. Oh, wie schön. Oh. Licht. Überraschung. Huch. So, bevor wir die anquatschen, schnell alles mitnehmen. Fingerfood. Oh, guck mal, Chips. Ach, das ist ja alles Fingerfood. Und ein Dip. Nicht wirklich appetitlich, Fingerfood direkt neben den Toiletten aufzubauen. Hier ist aber die Perspektive ganz schön vergrützt. Guck mal, wenn Edna hier steht, dann müsste sie eigentlich so groß, eher so groß sein als so groß. Das geht natürlich nicht, dass sie wahrscheinlich wäre sie so groß, wäre sie bestimmt auf 150% skaliert. Und dann sähe sie extrem hässlich aus. Eigentlich sollte man bei Skalierung nicht über 110% hinausgehen. Dann sehen die allerschönsten Zeichnungen halt verwaschen und scheußlich aus. Und 110 ist eigentlich schon ein bisschen viel. Also normalerweise ist es halt gut, wenn ein Charakter nicht über seine 100% hinaus skaliert wird. Nach unten gibt es natürlich auch irgendwie Grenzen, wo es dann pixelig wird, aber dann ist der Charakter eh so klein, dass man es verzeiht, so, ne? Ja. Aber nach unten skalieren ist, wird halt nur Bildinformationen weggenommen. Es muss keine neue hinzu erfunden werden. Das ist halt das Ding. Irgendwann kann die KI das alles. Aber ja, also diese Walkmap sieht halt so klassisch aus, aber sie ist einfach sehr problematisch. Ich hätte einfach den Tisch weiter in die weiter in den Raum reinzeichnen müssen. Warum steht da überhaupt so ein Tisch auf der Toilette? Na, besser als in den Toiletten, da geht's ja noch. Huch, ach, habe ich aus Versehen eingesagt gleich. Naja, da bin ich sehr schnell unterwegs. Na, ihr Appetit haben? Es bricht sich. Appetit haben. Bitte nochmal. Na, ihr Appetit haben? Es bricht sich. Appetit haben. Appetit haben. Oh Gott. Oh nein, benutzen bitte. Ich kann auf der Toilette nichts essen. Ist so ein Tick von mir. Verstehe ich gar nicht. Du sitzt ja nicht mit Appetit Arsch auf der Brille. Da kannst du doch jemand zulangen. Es spricht sich. Ich will nicht gleich alles nehmen. Gute Interpretation von Alex gewesen. Ein bisschen was. Ich will nicht gleich alles nehmen. Ja, dann nimm doch einfach ein bisschen was. Ich will nicht gleich alles nehmen. Ja, dann nimm doch einfach ein bisschen was. Ich will nicht gleich alles nehmen. Mann, immer diese Zeitschleifen. Was haben wir denn hier alles? Deko. Wann habe ich eigentlich Geburtstag? Ich kann mich einfach nicht erinnern. Ich bin bestimmt Skorpion. Wenn du Skorpion bist, dann... Dann bin ich Hummer. Und ich bin bei den Scorpions. Singen ja gleich den Wind of Change. Tja. Achso, die Petra, die kennen wir ja schon, ne? Aus Harveys neue Augen.
die wir dann in der Zukunft treffen quasi. Wer bist du? Mein Name ist Petra. Gib mir ein P. P. Oder weißt du was? Behalt das P einfach. Piep. Okay. Was schreibst du hier? Wonach sieht das aus? Ich gebe eine Überraschungsparty. diese wunderschöne Animation, die ich da gemacht habe. Aber wie gesagt, ich habe mir auch gar nicht die Mühe gemacht bei manchen Charakteren, da hatte ich vielleicht auch nicht die Zeit dafür, die Sachen halt irgendwie nach irgendeiner Art von Zwiebelschichtenmodell klassisch aufeinander zu animieren. Ich habe die Köpfe einfach, die unterschiedlichen Mundposen und Köpfe einfach nebeneinander auf Blatt Papier gezeichnet, einzeln eingescannt und dann halt so über den Kopf rüber montiert. Das hat ja meistens funktioniert. Und an anderen Stellen sieht es halt so aus wie hier. Du dich hüst! Gäste. Hallo, es ist eine Überraschungsparty. Was wäre das denn für eine Überraschung, wenn alle Bescheid wüssten? Ach, das ist die beste Party, die ich jemals gesehen habe. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Die Party ist doch nicht für dich. Heute ist der Geburtstag von Peter. Aber sag ihm nicht, dass die Feier hier ist. Es soll eine Überraschung sein. Mal sehen. Du musst mir versprechen, dass du ihm nichts sagst. Okay? Versprech es. Ich versprech's ja. Schwöre. Ich schwöre es. Hoch und heilig. Ja, ja, ja. Stein auf Bein und Gänseklein. Ich schwöre es, okay? Okay, dein Wort reicht mir aus. Ich find's irgendwie, das ist ja nichts, was man vorher plant, wenn man die Texte schreibt oder die Sachverhalte. Es ist halt einfach so gekommen. Erstmal die Charakterisierung von Petra, das war ja auch nicht, das stand ja nicht irgendwie bei mir vorher in einem großartigen Design-Dokument oder so. Ich wusste halt nur, grob, was ich da brauche. Und dann habe ich es einfach, ist mir halt einfach, genau, aus dem Füller geflossen, so wie man als Schreiberling sagt, so. Und es ist halt aber so unfassbar hilfreich, dass Edna dir halt eigentlich immer so zu einem im Prinzip jeden noch so schlimmen Sachverhalt umarmt und alles halt irgendwie fröhlich nimmt, so, dass sie halt ausgerechnet bei Petra, die halt selber so fröhlich ist, anfängt, so richtig, richtig biestig zu werden. Ich kann Petra einfach überhaupt nicht ausstehen. Und ich weiß nicht, warum das sich so richtig anfühlt. Es hilft aber auf jeden Fall dabei, Edna sympathischer zu machen, dass ich Petra nicht ausstehen kann. Diesen Glückskeks. So ist sie dann nämlich auch nicht, unsere Edna. Und das versteht man dann irgendwie. Wir könnten ja als Überraschung mal Peter Bescheid sagen. Interessante Raumwahl. Wie meinst du das? Meinst du nicht, dass mehr Leute gekommen wären, wenn du nicht ausgerechnet auf der Toilette feiern würdest? Ich weiß nicht. Es ist immerhin eine Überraschungsfeier. Und was könnte überraschender sein? Überraschend trifft es nicht ganz. Ekelig. Oder absurd. Das trifft es. Ach ja? Wo hätte ich denn deiner Meinung nach feiern sollen? Wie wär's mit der Bar, dem Kaffeeraum? Das ist natürlich blöd, dass da waren wir ja überall noch gar nicht. Ich find's nett hier. Tja, na gut, dann können wir wohl nichts machen. Ist aber auch schön, so eine Überraschungsparty. Sitzt du gerade beim Abkneifen, weißt du, dann kommt ja so eine Tröte ins Gesicht geschissen. Also, nicht geschissen jetzt in dem Zusammenhang, sondern geflötet, so zu sagen. Kennst du einen Weg hier raus? Warum sollte ich hier raus wollen? Hier ist immer was los. Und die Leute sind nett. Außerdem muss einem hier drin nichts peinlich sein. Wenn man mal die Hose vergisst, fällt es niemandem auf. Wenn du hier raus willst, sprichst du besser mit Almelio. Wenn du ihn findest. Ich glaube, er arbeitet gerade an einem Tunnel. Wenn du ganz verzweifelt bist, kannst du auch mit dem Schlüsselmeister reden.
Aber das würde ich nur im äußersten Notfall tun. Der Typ ist gefährlich. Seine Einzelzelle ist allerdings im zweiten Stock. Da musst du schon bis nach dem Essen warten. Dann werden wir nämlich in den Schlafsaal gebracht. Schlüsselmeister, hm? Ich vermute mal, wir müssen zum Schlüsselmeister und der führt uns dann in das oberste Stockwerk des größten Gebäudes. Dann müssen wir vorher noch in einer Actionsequenz den Reaktor ausschalten, damit der ganze Wohnblock den Strom verliert, gleichzeitig den Notstrom abschalten und dann müssen wir noch genau in der richtigen Sekunde durch die Tür hindurchgehen und dann sind wir... Jetzt kann ich eigentlich noch mal fragen, hat jemand von euch jetzt den neuen Ghostbusters gesehen? Der läuft ja jetzt mittlerweile im Kino und ich habe den noch nicht gesehen. Weil ich vor lauter Projekten natürlich keine Zeit habe, ins Kino zu gehen. Und was sagst du so? Kritiken sind ja, war toll. Oh, cool. Das freut mich. Ich habe auch irgendwie einen guten Vibe diesmal. Ich habe einfach irgendwie ein gutes Gefühl, dass mir der trotz verhaltener Kritiken doch ganz gut gefallen könnte. Und ich bin kritisch. Ja. Man merkt, dass alle Spaß hatten. Das ist das Wichtigste. Ja. Ich hab Bock drauf. Ich guck mir den an. Vielleicht schaffe ich es nicht mehr, so lange er im Kino läuft. Ja. Dankeschön. In einem Raum voller Monitore. Und dann müssen wir uns entscheiden, damit die Matrix nicht neu bootet. Retten wir die Frau oder retten wir uns selbst? Sein war das. Oh. Frau oder Sein. Und dann fliegen wir... Warte mal, Entschuldigung. Es gab halt viel Fanservice, Insider-Gags. Ja, davon bin ich ja überhaupt kein Fan. Nee, das kann ich ehrlich gesagt nicht... Das finde ich. Das. Nee. Nicht zu übertrieben. Na, hoffentlich. So, das kann mir denn doch den Spaß an etwas verhageln. Einfach nicht der Grund, warum ich einen Film gucke. Ich möchte ja einen Film gucken, weil er originell ist. Aber. Ich gucke halt gerne Fortsetzungen, weil ich halt mag, wenn eine Welt weiter ausgestaltet wird. Aber wenn eine Welt halt gar nicht weiter ausgestaltet wird, sondern halt quasi immer nur an der alten Suppe weiter rumgerührt wird und dann vor allen Dingen noch diese Meta-Ebene ins Spiel kommt, wo halt die Charaktere nur Sachen sagen, die sie, weil ihnen irgendwie magisch bewusst ist, dass die Teil eines Franchises sind, wo sie irgendwelche so, ich weiß nicht, was das soll. Das hat halt nichts mit Worldbuilding zu tun, sondern ist irgendwie das Gegenteil. Das ist World Deep Building und Ausverkaufen. So, als würde man halt irgendwie wie bei 80 Tagen um die Welt halt irgendwie, man stellt sich vor, das Boot, mit dem sie halt nachher auf der letzten Strecke nach London fahren und als wäre das die gebildete World und dann verheizen sie halt irgendwie die Bootsplanken so. Das Boot wurde irgendwann mal gebildet und damit fahren sie nach London, aber dann reißen sie halt die einzelnen Planken raus und werfen die in den Ofen, damit das Boot halt irgendwie in London ankommt. So kommt mir das vor, wenn halt irgendwie Franchises so uneigenständig werden. Also sich selber halt irgendwie nicht so wenig vertrauen, dass sie halt nur noch durch Referenzen auf sich selber irgendwie. Und dann sagen sie, das ist Fanservice, aber ehrlich gesagt, man hört das halt häufig so, das gefällt Fans, aber im Endeffekt, wem gefällt denn das? So, kurzfristig, aber dann sagen sie, ja, aber irgendwas stimmt nicht mit dem. So, ich glaube, ganz häufig wissen Fans selber nicht, was sie wollen. So.
Man kann den Film gut anschauen. Ja, Entschuldigung, dass ich halt hier so drauf rumhacke, aber ich bin ja selbst halt irgendwie ein Opfer der Fortsetzungsfalle geworden in meiner Game Designer-Karriere, wo ich halt immer wieder in meiner eigenen Scheiße rumrühren musste und da auch selber nicht rausgekommen bin, was mir auch tatsächlich irgendwie Spaß gemacht hat, aber wie schnell halt vergessen wird, dass, ich meine, hier, Edna ist ja nicht als Franchise auf die Welt gekommen. So, das war halt ein, war halt originär sozusagen. Es immer wieder gesagt wird so, ja, es muss ein weiteres Edna geben, so, denn es ist irgendwie schon wieder vergessen, dass Edna auch deswegen gut war, weil es halt irgendwie was Neues war. Also was eine neue Welt, die es neu zu erkunden gibt. Und genauso mit Deponia. Und dass man halt irgendwie, aber es geht mir ja selbst auch so, ne? Und deswegen gehe ich halt ins Kino für einen Ghostbusters-Film so, eher als für irgendwas anderes. Ist halt dumm, ne? Man muss eigentlich das honorieren, wenn was Neues kommt. Das muss natürlich auch was Neues sein, was gut ist. Wenn halt irgendwie keine neuen Ideen da sind, dann wird halt einfach immer nur dieselbe Suppe nochmal aufgewärmt. Genau. Aber halt, blöd ist es, wenn du halt sagst, so, du kannst halt nichts mehr Neues machen, weil es wird ja nur noch das Alte nachgefragt. Das ist also halt, ja, aber natürlich fragt niemand nach was Neuem, weil die ja nicht wissen, wonach sie da fragen sollen. Niemand hat nach Edna gefragt, niemand hat nach der Deponia gefragt, so, ne? Und damals hat auch niemand nach Ghostbusters gefragt, weil niemand sich vorstellen konnte, was das wird. Das ist halt das Ding an neuen Sachen. Niemand fragt danach. Wie auch. So. Mit Überschallgeschwindigkeit durch die Stadt, scheuchen dabei ein paar Autos auf und bringen Menschen um, die dabei umkommen einfach, ne, zufällig. Um eine Frau zu retten, bringen wir einfach mal ein Dutzend andere Leute um, weil das... Ja, das ist, genau, bei Star Wars ist es halt auch ganz furchtbar teilweise, dass halt dieses Worldbuilding durch Referenz, aber das hat schon früher angefangen mit Episode 1 bis 3, wo halt irgendwie, man hat das Gefühl, die ganze Welt besteht nur noch aus, was halt damals, ne, in den 80ern quasi und in ausgehenden 70ern und in den 80ern halt irgendwie die Leute vom Hocker gehauen hat, weil es halt alles so neu war sozusagen und so originell, war dann halt plötzlich bestand die ganze Welt halt und man hat das Gefühl, das ist ja irgendwie der Grund für dieses Super-Fandom gewesen, ist ja ähnlich wie bei Herr der Ringe. Man hatte einfach das Gefühl, die Welt ist so real, dass es halt hinter jeder Ecke weitergeht. Diese Illusion. Und das ist auch das, was mir halt Spaß macht. Das ist ja auch quasi der Grund, wie ich ans Schreiben gekommen bin, dass solche Vorlagen mich halt inspiriert haben zu sagen so, ich will auch eine Welt bauen. Worldbuilding, das ist das ist das Schönste, was es gibt. So, wenn du halt irgendwas du zeigst ja immer nur Ausschnitte so, aber du kannst es halt irgendwie auffüllen, dass es sich so echt anfühlt, dass es hinter den Ecken weitergeht. Also außerhalb des Screens, hinter den Türen, hinter den Fenstern, dass du halt einfach das Gefühl hast, so, ja, da, und das, dafür muss es halt nicht mal alles akkurat durchgedacht sein, es muss nur irgendwie reinprojiziert sein. Dieses Gefühl von, es geht weiter. So, ja. Sehr inspirierend, aber es geht halt tatsächlich kaputt, wenn plötzlich, also für mich ist das keine, oh,
Anakin Skywalker hat C-3PO gebaut. Also, what? Warum? Warum muss das? Das macht die Welt so klein. Es macht einfach alles klein. Oh, der Vater von Boba Fett ist die Klonvorlage, Schablone für alles Sturmtruppen. What? Das ist nicht cool. Das ist einfach nur, das ist albern, wenn halt irgendwie alles nur aus sich selbst gespeist wird. Es ist, das alles speist sich nur aus sich selbst Gefühl, dass halt plötzlich alles wieder kondensiert und man hat das Gefühl hat, sobald eine neue Komponente hinzukommt, sind die Leute schon überfordert. Das ist doch albern, wenn es in dem Franchise immer darum ging, neue Sachen zu zeigen, so, die noch niemand gesehen hat. So. Ja, genau. South Park hat das ja Member Berries genannt. Member. Remember. Das war in irgendeiner Staffel, gab es die Member Berries, die nachher sogar ins Weiße Haus eingezogen sind. Hey, remember Star Wars? Hey. Stimmt. Wenn dann halt auch noch alles, was neu eingeführt ist, der größte Käse und Schrott ist, dann ist natürlich auch scheiße, ne? Vielleicht, ne, klar, wenn man keine neuen Ideen hat, die gut sind, dann sollte man es vielleicht gleich ganz lassen oder dann doch lieber nur im alten Saft rühren. Nämlich so der Auserwählte und so. Und dann greifen wir in einer total peinlichen Computeranimation in das Herz der angeschossenen Angetrauten, um das Herz wieder zum Buppern zu bringen quasi. Ja, das ist eine gute Idee. So. So, jetzt aber mal ein bisschen Schluss mit Kulturpessimismus. Es gibt ja auch gute Sachen. Ich finde zum Beispiel, also auch bei Franchise-Entwicklungen, gibt es halt auch gute Entwicklungen. Ich bin, meiner Meinung nach ist das Gefühl, dass wir quasi in einer Art dass ab den Nullerjahren halt keine großen Ideen mehr neu entstanden sind. Falsch. Trügerisch. Und es passieren halt auch sehr gute neue Sachen. Und das Gefühl, dass halt die Leute ihre Fähigkeit verloren haben, Sachen fortzuführen, und stimmt halt auch nicht. Es gibt auch da wieder gute Sachen. So. Ich finde zum Beispiel, dass der fünfte Indiana-Jones-Teil wieder ein sehr vernünftiger, solider Indiana-Jones-Teil ist. Trotz einem 80-jährigen Indiana-Jones hat mir der sehr viel Spaß gemacht. Im Gegensatz zu dem vierten Teil, der für mich einfach nicht gut war. So. Nach jahrzehntelang unterirdischem Star Trek gibt es mit Strange New Worlds endlich wieder eine vernünftige Star Trek Serie, die Star Trek machen kann. Da ist für mich tatsächlich auch bei Star Trek, ich habe mich ja nie so als Trekkie gesehen. Ich war eben wenn man schon halt irgendwie Science Fiction Fan ist, so, dann gab es ja halt irgendwie diese Lage Star Wars oder Star Trek damals. Hätte ich mich auf jeden Fall immer definitiv zu einem Star Wars Fan gezählt. Aber ich finde an dass Star Trek irgendwie ein sehr nützliches, wichtiges Element in unserer Popkultur ist.
ein Anzeiger für die für den Fortschritt unseres unseres kollektiven Denkens sozusagen. Und sehr bezeichnend, dass es halt in den letzten 20 Jahren scheinbar halt die Zukunft rückwärtsgewandt war. Was schon damit anfing, dass tatsächlich auch die Zukunft rückwärts erzählt wurde. Plötzlich gab es nur noch Reboots und Prequels. Also dass halt gar nicht mehr in die Zukunft hinein erzählt wurde, sondern aus der Zukunft wieder zurück in Richtung Gegenwart erzählt wurde. Erstaunlich, oder? Also wenn man mal drüber nachdenkt. Aber genauso regressiv war auch die der Anspruch, quasi die Vision hinter Star Trek. Klar, es liegt auch daran, dass man halt einen Visionär braucht, um Visionen zu haben. So. Und wenn Gene Roddenberry nicht mehr da ist, dann brauchst du halt wenigstens das nächste gute Sachen. Aber ich meine, Star Trek war halt eigentlich nie so gut wie bei Next Generation und Deep Space Nine. Und danach baute es halt ab. So, ne? Und dann, aber für mich hat es halt trotzdem immer noch diese Aufgabe erfüllt, die es hatte, das Zukunftsdenken zu erweitern. Also eben auch vor allen Dingen das moralische Zukunftsdenken. Was für insbesondere bei inklusivem Denken. Was müssen wir halt noch inklusiv denken, sozusagen, in der Zukunft? Und wenn wir das Problem gelöst haben, wo sind denn unsere nächsten Blockaden, unsere nächsten Grenzen in unserer Moralität, die wir halt noch weiter überwinden müssen, um noch inklusiver zu werden? Ganz, ganz tolles Franchise. Das war, man hat halt irgendwie plötzlich waren halt die Verbohrtheiten der Gegenwart waren halt so pillepalle durchschaubar, weil man schon beim überübernächsten Problem war. So, dass man halt irgendwie gesagt hat, so, ja, okay, aber müssen wir jetzt nicht auch darauf Acht geben, falls irgendwie Leben auch irgendwelche kleinen Lichtpartikel, wenn das auch Leben ist, dann müssen wir da nicht auch drauf Acht geben. Also super, mit was für Problemen, also wie abgespaced quasi deine Denke wurde, um zu sagen, so, wie verhalte ich mich moralisch gut? Immer so ein Kompass. Und dann kommt sowas wie Discovery, was halt einfach irgendwie die ganze Moralität zurückbaut in einen Zustand, in ein auf Höhlenmenschen-Level sozusagen. Ja. Egal. So viel zu diesem Rant. Aber ihr hört mir noch zu, ne? Das ist alles gut. Und das alles fällt einem ein, wenn man hier bei Petra steht. Jetzt aber weiter, ne? Tschüss. War ja noch schön. Wird ich? Ach ja, mach das Licht aus, wenn du gehst. Mal sehen. So, Deko, Schmeko, Popeko können wir nicht mitnehmen, Kopeko. Das wäre aber ziemlich unhöflich. Du kommst ja nur nicht ran. Das außerdem. Können wir vielleicht ein bisschen die Einrichtung hier hübsch herrichten? Das wäre aber ziemlich... So, ja, na gut. Das? Na gut, können wir vielleicht... Ich gebe etwas davon in diesen Pudding hier. Und vielleicht noch ein bisschen... Ich gebe etwas davon in diesen Pudding hier. Nur aus Prinzip. So, können wir uns vielleicht noch was einsacken? Das ist kein Mitbringbuffet. Ja, aber ein Abräumbuffet, dachte ich vielleicht. Bohnendip. Die Schale ist groß genug. Na gut, können wir vielleicht Harvey in den Bohnendip? Hast du Hunger, Harvey? Irgendwie nicht. Es fühlt sich so an, als sei mein Bauch voll mit Watte. Watte hier los? So, na gut, das klappt scheinbar nicht. Können wir vielleicht ein bisschen... Das ist Fingerfood.
Da brauche ich kein Besteck. Kannst ja den Finger abschneiden, mit dazulegen. Das ist Finger. Ja. Hab ich schon verstanden. Topplappen. Nicht nötig. Das ist ein kaltes Buffet. Gut, bitteschön. Vielleicht, Und rein damit in Hallo, den Sir Troggelping. So, schnell wieder einen von den 15. Und hallo, Sieg Demon. Oh, das war gerade ein bisschen salzig. Naja, egal. In diesem Bild steckt sich Captain Unbrauchbar heimlich Roastbeef vom Buffet in seine unsichtbare Innentasche. Captain Unbrauchbar, ich bin empört. Das ist aber kein Vorbild. Das ist ein Fall fürs Gesundheitsamt. Gut, das funktioniert nicht, Harvey vielleicht. Guck mal, Harvey, Fingerfood. Na super, vielen Dank auch. Oh, sorry, Kumpel. Ich vergesse immer, dass du keine Finger hast. Vielleicht kann er sich ja Food dran kleben. Eigentlich spiele ich sehr gerne mit dem Essen. Aber dieses Essen hier scheint mir ein Spielverderber zu sein. Na gut, dann lassen wir das. Poloschläger geht auch nicht. Eigentlich spiele ich aber... Ja. Können wir vielleicht wenigstens ein bisschen... Ich spiele nicht mehr gern mit dem Essen, seit das Essen immer gewinnt. So. Ich glaube, wir müssen langsam mal über eine kurze Pause nachdenken. Ich streame ja immerhin schon eine Stunde und eine Dreiviertelstunde. Da muss das auch mal drin sein. Ihr wisst ja, dass ihr euch darauf eingelassen habt, als ihr hier diesen Kanal... So, ich schalte erstmal hier den Chroma-Key wieder aus. Und dann gucke ich mal, dass ich euch dieses Mal wirklich irgendeine Art von Playlist Wo sind denn... Warum finde ich den jetzt nicht? Ach, da sind die. So, aber... Kann ich denn diese Playlist nicht einfach... Doch, das müsste, die müsste doch abspielen. So, wir waren nämlich vorhin, haben wir... das war nicht so geplant. Willkommen im Hamsterrad auf Dauerschleife gehört. Und jetzt hoffe ich mal, dass, wenn ich so abspiele, dass dann tatsächlich auch die Playlist abgespielt wird. So. Und wie spiele ich es jetzt ab? Im Pausenbildschirm habe ich den überhaupt noch? Ja. Mache ich das vielleicht so? Ja, so geht's doch. Okay. Dann 5 Minuten Pause. Bis gleich. Achso, den wollte ich aber gar nicht. Moment. Den auch nicht. Nein, wir müssen... Ah. Na, komm. Obwohl die alle ja brauchbar sind. Aber ich wollte nach dem Hamsterrad weitermachen. Mystery Salsa. Happy Place. Oh, aus Wald mach neu. Was ist das? Denk noch einmal. Die Ruhe vom Release. Die haben wir auch bald wieder. Ohne Worte. Das habe ich dir doch gesagt. Mehr KI, weniger Band. Die Fragmentierung, wir nähern uns. Kullig und Kullig, guckt mal. Genau, und danach fangen wir an. Da schmeiße ich euch jetzt rein. Oh ja, das ist ja den, den wir zusammen gemacht haben. Schon erfasst hast und darunter befasst, was hast dich nun mal gern anfasst. Das saß ich als ihr dann auf, an einem anderen Tisch, das würde ich echt verstören. Alter, wenn ich doch sag, es ist in der Tat nicht so, dass ich dich nicht mag, doch das ist nicht der Punkt, zieh mir das nicht, nee, nicht guter Tag. Und es klingt vielleicht ab, doch du kommst zu nah. Es klingt vielleicht ab, doch du kommst zu nah. Zu nah, 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 nah. Alter, wenn ich doch sag, es ist in der Tat nicht so, dass ich dich nicht mag, doch das ist nicht der Punkt, ich schieb mir das nicht, den nicht übertrag. Und es klingt vielleicht ab, doch du kommst zu nah. Es klingt vielleicht ab, doch du kommst zu nah. Zu nah, 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 nah.
Monika hat vorgeschlagen, dass wir diesmal, um Zeit zu sparen, Luftlinie laufen, einfach querfeldein. Und alle waren damit fein. Statt der 3 Kilometer zur Fußgängerunterführung nur ein Feld, eine Böschung und die Autobahn, wo nachts ja eh kaum Autos fahren. Kim und Sören waren von Anfang an damit okay. Und das, wo Sören doch noch hängt vom Skiurlaub, doch letztlich war es Monikas Idee. Ich weiß, dass das jetzt nicht viel bringt, doch ich wollte was sagen, Frau Gerlach. Echt, ich meine, ich war mit der Aktion nicht einverstanden, doch naja, Sie kennen ja Monika, Frau Gerlach. Ich wollte echt was sagen, doch naja, Sie kennen ja Monika, beziehungsweise kannten. Das Gras ist voll, der kann das nicht, Jeff ist nicht und frei. Jetzt aber mal gut, kommt zu, endlich ruhig, es ist genug, es reicht. Seine Rede, seines und du hast dein Stand dargelegt und wir haben davon Notiz genommen. Jetzt aber mal genug davon, und Zeit und Freiheit ist ein Recht. Doch wenn man Absichten vertritt, die allen Fakten widerstreicht, ist irgendwann mal schlicht damit. Oh, den machen wir noch. Der ist schön. Schön. Oh, Rettung in Sicht ist auch so schön. Aber wir können jetzt nicht die ganze Zeit über Freizeitshorts gucken. Da werdet ihr mir wahrscheinlich beipflichten. Aber es ist so ein bisschen wie ein Fotoalbum aus dem letzten Jahr sich angucken, finde ich. Also es kommen halt auch wieder so die Gefühle für die einzelnen Monate so kommen in mir hoch. Und es fühlt sich auch schon einfach an, als wäre es extrem lange her. Aber ist das halt nicht mal ein Jahr her, ne? Rettung in Sicht. Ist Kalenderwoche 30 gewesen. Wir sind jetzt in Kalenderwoche wie viel? Keine Ahnung. Wo ist man, wenn man Ende April ist? In Kalenderwoche 16? Das heißt, es ist irgendwie
Naja, aber es, also ich werde so ein bisschen, jetzt schon ein bisschen nostalgisch. Was war denn in Kalenderwoche 18 oder 17? Kann ich einmal kurz nachgucken. In Kalenderwoche 17 war die Ruhe vorm Release. Da haben wir Dingens released. Da haben wir alles verkomplizieren released mit Musikvideo. Ja, nochmal quasi ein verspätetes Single aus dem dritten Album, ne? Oh Mann, ich freue mich so auf die kommenden Releases, das könnt ihr euch kaum vorstellen. Wir haben jetzt die nächsten drei Tracks halt hier vorliegen. An einem werden wir vielleicht nochmal rangehen, aber er macht auch so schon unfassbar viel Spaß. Und hier sind, also das nächste, da ist ja jetzt die Katze aus dem Sack, es wird dünnes Eis. Der ist halt, ja, also der ist halt, genau, sehr schön geworden. Man kennt ihn ja halt bereits so, aber ich glaube, durch diese, durch das Geheimprojekt, das an den Song rangeknüpft ist, wird er halt, ja, etwas sehr Bleibendes sein. Etwas sehr Bleibendes im, ja. Und ich musste den jetzt halt, ich musste in Anführungszeichen den jetzt halt mehrere Wochen lang halt ständig und ständig und ständig hören. Und mir wird er auch einfach nicht. Das ist ein sehr langer Song, ne? Das ist fast, ist 6 Minuten lang oder so, etwa, dünnes Eis. Und er wird mir einfach nicht über. Und ich kriege sogar, habe immer noch so Gänsehautmomente bei dem. So, ich freue mich sehr drauf. Wie gesagt, ihr könnt den jetzt ab jetzt auch pre-saven. Aber danach kommen die nächsten zwei Releases, auf die ich mich mindestens genauso, weiß ich gar nicht. Ich freue mich schon sehr auf dünnes Eis, muss ich sagen. Ja, aber die nächsten Releases danach werden halt auch so unfassbar schön. Und ich freue mich einfach so auf jeden einzelnen davon. Und danach geht es halt weiter mit Songs, die haben wir jetzt noch gar nicht recorded, aber auf die ich mich auch immer noch sehr freue. Oh, danke, Quelleck. Nochmal einen ganzen Schober von 10 Abos rausgehauen. Danke dir, danke dir. Richtig, richtig schön, feiner Zug. Oh, Science Ping hat auch Alben gemischt damals. So. Ich hatte dünnes Eis vor 10 Jahren auf meinem iPod Nano. Super. Finde ich cool. Und ich finde es auch verständlich. Also ich mochte auch diese alte Version, auch wenn es halt irgendwie, wir haben natürlich, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, ich habe da selber sehr viel, ich habe dieses Schlagzeug-Layout, das war mein erstes Schlagzeug-Layout, das ich, also quasi, es ist ja ein elektronisches Schlagzeug im Prinzip, aber ich habe das halt, habe mir sehr viel Mühe gegeben, das halt wie ein Live-Schlagzeug klingen zu lassen. Und es ist mir halt echt ganz gut geglückt. Also dafür, dass ich überhaupt keine Ahnung hatte, was ich da mache, klingt der halt echt schon sehr authentisch, so als hätte ich den mit einer Band aufgenommen, also verhältnismäßig. Bin mir gar nicht sicher, ob ich den Bass damals auch selber eingespielt habe. Das kann gut sein. Ja, aber die neue Version, das ist natürlich mit echtem Schlagzeug ist natürlich immer noch eine Spur cooler und ja, ich bin auch in vielem einfach über die Jahre besser geworden und das ist, glaube ich, einer der ersten Songs, wo Anne ihren neuen Bass ausprobieren durfte.
Sie hat schon mal mit dem baugleichen Bass beim letzten Album aufgenommen, den sie sich von unserem Henne ausgeliehen hatte. Aber jetzt hat sie sich den quasi selber geholt und das ist halt ein Mordsinstrument, ne? Das ist riesiges, gewaltiges Teil. So. Ihr letzter Bass war ein bisschen sportlicher. So. Anne ist ja jetzt nicht die größte Person so. Oder dieser große Bass, der wirkt echt so, als würde sie halt irgendwie so einen Kleinwagen mit sich rumtragen, wenn sie den umhat. Aber der knarzt, ey. Macht Druck rein. Das ist schon. Ich könnte auch wieder ins Studio. Irgendwie ist es auch schön, dass wir halt jetzt durch diese Klecker-Release-Strategie halt nicht so am Stück einmal ins Studio gehen und dann 2 Jahre nicht so, sondern dass wir halt jetzt ständig bei Henne auf der Matte stehen. Und es gibt ja kaum Sachen, die halt einfach schöner sind als diese Studiozeit. Studiozeit ist die beste Zeit. Weil auch bei den Sprachaufnahmen von den Spielen so, Studiozeit ist immer die beste Zeit. Das ist halt irgendwie where it happens. Ne? Da kannst du halt, ich konzipiere ja gerne auch für mich alleine so im stillen Kämmerlein. Das mache ich ja sehr gerne. Das ist meine Komfortzone und da kommen mir die besten Ideen so. Aber wo die tatsächliche Produktion, also diese Live-Bedingungen plötzlich vorherrschen, wo du halt irgendwie sagst, hier nehme ich es gerade auf und das wird das Produkt sein, das mich halt eigentlich noch den Rest meines Lebens begleitet wird. Das ist einfach so eine krass gute Atmosphäre irgendwie, so eine schöne Art von Excitement, von Aufregung. Naja, okay, wir gehen mal wieder ins Spiel weiter zurück, ne? Damit wir dazu heute auch noch kommen. Ja, Drum Machines, da bin ich ja auch tatsächlich so ein bisschen, ich habe auch mittlerweile daran sehr großen Spaß, Kashiwagi, auch durchaus mal was Elektronisches zusammenzubasteln. Und dabei fällt mir ein, dass ich dieses, mein Lieblingsgerät, mein neues, das habe ich jetzt auch schon wieder seit Monaten nicht so richtig in der Hand gehabt, außer dass ich halt das recorded das mal hier im Stream. Das liegt jetzt hier auf der Fensterbank und fängt langsam an zu verstauben. Aber wenn wir jetzt hier mit dem mit unserem Geheimprojekt durch sind, dann werde ich hier auch mal wieder ein bisschen dran rumschrauben, glaube ich. Also es sind halt auch ein paar epische Sachen damit schon entstanden, wie ich finde. Hier der sehr für mich sehr ungewöhnliche Common Grounds zum Beispiel, das ist wirklich ein Song, von dem ich nicht gedacht hätte, dass ich den so schreiben kann. Und der halt aber trotzdem einfach sehr gut war, ne? War einer der Freizeitshorts so aus der zweiten Jahreshälfte letztes Jahr. Oder der Elefant im Raum 3000, der einfach sehr gut. Den musste ich nur leider halt irgendwie bei der Veröffentlichung ein bisschen schneller drehen, damit er noch in die Minutenmarke so einigermaßen reinpasste. Aber genau. Also das Ding macht mir halt auch riesig Spaß, muss ich sagen. Und freue mich auch wieder daran, ein bisschen rumzubasteln, vielleicht, wenn die Zeit da ist. Aber Anne sagt, unser Zeitplan ist halt fürs nächste halbe Jahr echt ganz schön dicht. Ich weiß immer gar nicht, was da passieren soll. Na gut. Okay, wir gehen mal wieder ins Spiel rein. Ein Modell des Tanzparketts aus Deponia, genau. Vor allen Dingen, wenn er an ist, dann sieht es genauso aus. Richtig. Okay. Mal gucken. Wir sind ja immerhin schon einen Raum weiter als zu Beginn des Streams, ne? Warte mal, warum bin ich im Pausenscreen? Das ist ja blöd. Warte mal, warte. Das ist der falsche Screen. Das liegt auch daran, dass ich hier im Studio-Modus die ganze Zeit unterwegs bin. Ne? Da sehe ich nicht mehr. So, jetzt der richtige Screen.
Deko können wir auch nicht. Edna und Onion. Ja. Na gut, können wir hier sonst irgendwie vielleicht die Frau verhaften? Polizei! Das ist eine Razzia! Na endlich! Stellen Sie sie einfach da hinten zu der anderen Pasta, bitte. Klappt super. Spielen wir später auch Kopfschlagen? Du meinst Topfschlagen? Kommt drauf an, wer an der Reihe ist. Ich mag Edna. Oh, die ist so sympathisch. Siehste, es wirkt schon. Ich mag Edna. Das ist halt irgendwie genau das, was halt irgendwie übrig bleibt. Ja, das stimmt. Aber da muss die nur weil sie mit Petra so umgeht, wie sie mit Petra umgeht. Ja, krasser dramaturgischer Zug so. Kleine Blonde ran. Ich habe meine Gabel mitgebracht. Ach, du Dummerchen. Hier gibt es doch nur Fingerfood. Fingerfood? Auf der Toilette. Gibt es auf deiner Party auch was Warmes zu essen? Nein, aber ich habe 3 verschiedene Nudelsalate gemacht. Nudelsalat mit Bohnendip, Nudelsalat mit Chips und Nudelsalat mit Nudelsalat. Außerdem gibt es Chips mit Bohnendip. Aber das zählt nicht als Nudelsalat. Das Greenscreen ist doch green. Oh, bitte lass mich doch. Dankeschön. Oh Gott. Du bist ja ein kleiner. Das wäre ja was geworden. Du bist ja ein kleiner Dreckspatz. Ja. Das war schon eine schöne. Festnehmen geht auch nicht. Bohnendip geben. Was soll das hier eigentlich sein? Was? Wer möchte denn Poki leiser und das Spiel lauter haben? Also echt mal. Ja, kriegen wir hin, klar. So. Selbstgemachtes Bohnendip. Erbsen, Bohnen, Linsen, Pflaumen, Rizinusöl und die geheime Zutat. Geheime Zutat? Abführmittel. Ich möchte das um keinen Preis der Welt essen, aber rein von der Gegend her stand der Bohnendip schon super. Ich glaube, danach gibt es auch noch einen ganz anderen Bohnendip, wenn man den weg hat. Also, Crunchline, ja. Gerne. Was hältst du von der da, Harvey? Du kannst sie auch nicht ausstehen, oder? Wenn du nichts Höfliches über eine Person sagen kannst, erfinde etwas. Einfach etwas. Liebe Hater auf YouTube, bitte lasst euch das doch eine Lehre sein. Die Versuchung ist groß, aber es... Ach na gut, das geht scheinbar nicht. Das hier ist auf jeden Fall Ednas Teil, haben wir doch gesehen. Die Versuchung ist groß, aber es... Ach, du lügst doch. Kann man die anmalen wenigstens? Die kriegt meinen tollen Kugelschreiber bestimmt nicht. Du sollst dir auch einen Bart malen, so sonst haben wir hier Petra nicht ärgern lässt. Petraps. Ja, aber Petra ist halt auch so ein bisschen wie so eine Knautschfigur. Die kann man so drücken und so und deinen Stress dran abbauen und die geht einfach nicht kaputt so. Vielleicht Straps. Hier steht bestimmt Straps oder sowas. Chips da hinten. Chips. Haben wir die Chips auch geklaut? Cool. So, jetzt noch schnell Lichtschalter benutzen. So viel Höflichkeit muss sein. Und jetzt bloß raus hier. Gut. Wo geht es hin? Schild. Ach, da ist ja noch ein Schild. Bürger. Nur für Personal. Natürlich. Nur für Personalproblems. Schade. Fest. Können wir das vielleicht lösen? Es ist nicht festgeschraubt. Es hält einzig durch das Wunder subatomarer Anziehungskräfte. Ach, verdammt. Wo bitte geht es noch gleich zur Küche? Was weiß ich? Ich bin ein Verbotsschild, kein Hinweisschild. Okay, das Schild kann uns hier offenbar nicht weiterhelfen. En garde! Gut, dass Sie diese Trainingsschilde hier aufgestellt haben. Ich muss mich später bei diesem Ritter vom Personalorden bedanken. So, mit der Gabel nochmal. Hier gabeln sich unsere Wege. Eieiei, ich frage mich ganz ernsthaft, wie viel für die... Ich kenne jemanden, der mit dem Spiel aufgehört hat wegen Ednas Umgang mit Peter. Oh. Hat er leider selbst sehr negative Erfahrungen damit gemacht. Oh, das ist ein... Na, muss man ja nicht, ne? Aber es kann ja auch sehr hilfreich sein. Sowas in einem unernsten Rahmen nochmal quasi anders zu verarbeiten. So.
Und wenn es nicht hilfreich ist, kann man es tatsächlich auch immer einfach ausstellen. Das ist gut. Dieses Spiel eingesprochen. Hallo übrigens, Sebastian Keck. ...werden musste. Das Motiv ist ja nur eine Dreckkruste, die sich ganz einfach wegwischen lässt. Ja, aber ich... mir geht's auch manchmal wie Peter, also. Und ich glaube, alle meine besten Freunde haben Peter-Issues zu irgendeinem Zeitpunkt in ihrem Leben gehabt oder fortlaufend. Also ich kenne, ich glaube, ich bin gar nicht so richtig in der Lage, mit einer Person befreundet zu sein, die sich nicht manchmal ein wenig peterig fühlt. Ist eine Arbeitshypothese, die ich aufgestellt habe. Genau. Und wenn man in diesem Zustand ist, dann hilft ja auch einfach erschreckend wenig. Es ist halt gut, wenn man wenigstens versucht wird, sozusagen. Das ist für mich halt irgendwie eine Möglichkeit, damit ganz gut klarzukommen. Ist die Ausweglosigkeit, eine Person aufzuheitern, auf diese Art und Weise darzustellen. Genau. Genau. Und irgendwie sagt das ja die Situation auch. Ich glaube, das ist halt das eigentliche, die eigentliche Kraft an der Peter-Situation ist, dass man sich halt so durch diese Situation, dadurch, dass Edna halt diesen Umgang mit Peter hat, man sich halt einfach viel besser in ihn reinversetzen kann. Und es wird, man kann halt irgendwie drüber schmunzeln, wie verantwortungslos sie mit dieser Situation umgeht. Aber gleichzeitig ist es ja halt auch in gewisser Weise eben durch eine Art, ist nicht unbedingt elliptisch, es ist halt eher chiastisch oder so. Es ist halt irgendwie quasi eine, durch die Verkehrung, oder fast ironisch schon fast, durch die Verkehrung mehr oder weniger eine Anleitung nicht unbedingt für ein Verhalten, das man hat, sondern eine Anleitung darauf, worauf man achten kann bei einer Person sozusagen. Also was, genau. Was halt nicht geht. Und auch wenn es halt hier im Übertriebenen ganz offensichtlich ist, ist es ja halt quasi kann man das halt quasi oder automatisch beginnt man halt runterzudenken. So, wo ist denn eigentlich die Grenze, was geht? Ja. Da drunter sieht es ja ganz genauso aus. Was für ein Zufall. Na sowas? In diesem Bild muss Nützlich Boy draußen bleiben. Nein! Ah, ich fall immer wieder auf die Cornflakes rein. Ich fall immer wieder auf die Cornflakes rein. Verdammt! Inspektor Konrad ermittelt. Ja. Die Spur führt in diesen Raum. Inspektor Konrad, der hat auch so einen Elektrofachmarkt, glaube ich, ne? So, Splonch können wir damit auch noch drauf splonchen, vielleicht? Ja, alles voll Sauen hier. Schau mal, Harvey, ein Schild. Ich führe nichts im Schilde. Das weiß ich doch. Ich wollte dich nur auf dieses Schild aufmerksam machen. Mir gefällt dein verdächtiger Unterton nicht. Mann, Harvey, komm mal runter. Ich hab doch nur... Wenn ich planen würde, die Raumzeit zum Kollabieren zu bringen, wäre der Himmel dann nicht orange-rot? Was? Aber der Himmel ist heute orange-rot. Das kann viele Gründe haben. Ach ja, dabei wollte sie nur mal die Situation schildern gerade. Den habe ich mir jetzt ganz lange ausgedacht. En garde! Okay. Gut, dass sie diese... Ich muss mich... Ja. Kennen wir schon. Können wir da noch was drauf drömeln? En garde! Nein. Gut, dass sie diese... Ich muss mich nur für...
Habe ich gerade sogar eine ausweisende Animation weggeklickt. So, ich glaube, hier haben wir jetzt auch alles schon verwatzt. Können wir die Pflanze noch ein bisschen ganz kurz, das gehört ja auch dazu. Marketing ist ja auch da. Na also, das will ich ja wohl meinen. So, sieht auf jeden Fall gleich viel hübscher aus. Und hier waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Eieiei, wir werden 50 Milliarden Folgen spielen, der Bienenmann. Guck mal, unser alter Freund, der Bienenmann. Und hier ist eine Schnippi. Schauen wir uns die Schnippi mal an. Huch. Schnippi. Da hat jemand Vorsicht, Frank, drauf gekritzelt. Mhm. Seltsam. Auf die Vielleicht Schere? Karibik, Frank, wenn ihr noch jemanden kennt. Ich glaube, das ist ein falscher Soundfile. Wachsstifte. Oh, Wachsstifte. Irgendwas ist auffällig an dem. Ich kann nur den Finger nicht drauflegen. Bestimmt wachsen die noch. Nein, er ist eine richtige Wuchtbrumme. Was? Ach, Bienenmann. Ich wollte auch nicht den Bienenmann nehmen. Ich wollte die Wachsstifte nehmen. Entschuldigung? Die brauche ich noch. Ach so, das wusste ich nicht. Das stand hier nicht im Parser. Konnte ich nicht lesen. Staffelei, Papier, alter Schwede. Was? Wo fangen wir denn hier an? Weiß und flach. Das muss Papier sein. Oder hier bitte irgendeinen beliebigen Namen einfügen. Nein, danke. Ich stehe nicht auf Beschäftigungstherapie. Therapier. Ach, egal. Warum? Es hört dir doch nicht zu. Okay, Papier können wir leider nicht mitnehmen. Können wir das vielleicht... Ja, das ist genau ein Kunstwerk an sich. Die größte Low-Effort-Idee, die ich hatte irgendwie... die mir zur Verfügung stand. Ich weiß auch gar nicht. Manchmal kommt man einfach auf Sachen. Ja, das Kunstwerk, das ist einfach ein frei verfügbar baumselnder Generalschlüssel ist. Und das ist dann halt auch so schön, wo Edna ihre Grenzen hat, dass sie halt irgendwie, sie kann halt irgendwie alles machen und verhunzen, aber das versteht sie dann. Das lässt sie dann intakt. Das ist, ja. Es ist einfach schön, dass sie das intakt lässt. Echt aufschneiden. Können wir vielleicht es ansägen? Aber dann kann es niemand mehr benutzen. Das wäre so schade. Das ist kein Esspapier. Ach, schade. Boah, Esspapier, lang nicht mehr gegessen. Das ist kein Backpapier. Ob es noch was mit Klopapier gibt? Beim Dip vielleicht? Das ist doch nicht leer, oder? Nee, Gott sei Dank. In diesem Bild faltet Captain Unbrauchbar einen Einwegbumerang. Boah. Patent anmelden. Ich kann es nicht verhaften. Es hat eine weiße Weste. Mit Bohnendip. Können wir das eigentlich auch vollsauen? Boah, ich glaube, wir werden noch lange Zeit an diesem Spiel spielen. Wollen wir schmutzige Karikaturen zeichnen? Ach nö. Deine schmutzigen Karikaturen sehen immer aus wie Gurkenscheiben. Ja, Gurkenscheiben. Benimm dich, Harvey. Lieber Gurkenscheiben als Füße. Mhm. Aber dann kann... Naja. Und jetzt das klingt irgendwie so falsch, wenn ich das sage, aber jetzt ist Gronkh wirklich derjenige mit dem Gurkenfetisch. Er hat doch jetzt seine Gurken, seine geheime Gurkenzucht im Keller. Ich weiß, manchmal kommt mir das so ein bisschen vor, dass er halt damit immer noch verarbeitet, dass halt irgendwie sein letzter Keller so feucht geworden ist, dass er jetzt halt irgendwie daraus ein dass er daraus halt eine Gurkenzuchtstation gemacht hat. Die brauchen ja viel Feuchtigkeit, nicht wahr? Gurk. Kann es niemand mehr benutzen? Okay, hier kommen wir offensichtlich sehr gut weiter. Eine Staffelei. Lecker. Ein Staffelei. Harvey, das ist nur eine Staffelei. Oh,
So ein Ärger. Ich habe in der Kommandozeile Waffeleisen gelesen. Nein, nein, das sind Staffelei. Das kannst du trotzdem essen. Kann man das anschneiden? Ich nenne es Freiheit im Zickzackkurs. Malerisch. In diesem Bild durchbricht Captain Unbrauchbar die Kinoleinwand. Last Action Hero. Sieh mal, Harvey. Eine unbenutzte Leinwand. Schnell, wir müssen sie verhunzen. Verhunzen. Randale. Finde ich immer noch am geilsten. So. Sieh mal, Harvey. Ja. Das, also krass, es gibt halt so ein paar Zeilen aus Edna, die mir halt so dieses Verhunzen zum Beispiel im Kopf hängen geblieben. Aber ich hätte das nicht mehr verorten können, wo das im Spiel auftaucht. Das finde ich dann überraschend, wenn das halt einfach so an so einer random Stelle. Wen haben wir denn da? Oh, danke, Crunchline. Lea Lurch übrigens auch. Dankeschön. Quelleck habe ich schon gesagt. So. Ja. Genau, das große Edna Soundboard mit 900 Knöpfen. Ja. Wir verhunzen ja schon. Wir fangen an mit Topflappen. Die wären ein prima Kunstwerk. Ich brauche sie aber bestimmt noch für ein Rätsel. Das glaube ich aber auch. Wegschmeißen will ich ja nicht. Sieh mal, Harvey. Eine unbenutzte Leinwand. Ja, dann bitte verhunz doch endlich. Hier mit Ketchup, Staffelei. Sieh mal, Harvey. Die verhunzen nicht, die quatschen nur, die machen nichts. Sieh mal, Harvey. Vielleicht hiermit. Sieh mal, Harvey. Wie kann man die denn verhunzen? Vielleicht so. Sieh mal, Harvey. Ich will töten. Regal. Das ist alles Krimskrams aus der Beschäftigungstherapie. Kann man da was mitnehmen? Nein, danke. Ich stehe nicht auf Beschäftigungstherapie. Das ganze Spiel ist eine Beschäftigungstherapie. Ich weiß, ich erkenne die Ironie. Benutzen? Nein, danke. Vielleicht zerschneiden? Keine Chance. Ich boykottiere die Beschäftigungstherapie. Gut, ich weiß auch schon wie. Am besten mit dem Messer. Keine Chance. Okay, ich weiß auch schon wie. Am besten mit dem Senf. Mir ist gerade aufgefallen, hier oben, als er kurz über den Poki hier oben gehovert ist. Ich habe wirklich sehr viel gearbeitet in den letzten Wochen, aber ich habe immer noch nicht so viele Augenringe wie hier damals. So, und am besten noch mit dem Ketchup. Und dann natürlich noch mit dem Bohnendip. Nein, das Zeug hat schon lange genug gestanden. Wieso, war's im Verhör? Schmeiß mich weg. So, Herr Bienenmann, da ist ein Schlüssel. Ein Generalschlüssel. Das ist Kunst. Nein, das ist ein Generalschlüssel. Es ist verlockend. Aber genau das macht das Kunstwerk aus. Je mehr ich mich darüber ärgere, dass ich diese Kunst zu sehr zu schätzen weiß, als dass ich den Schlüssel entwenden würde, desto genialer wird das Werk. Und desto weniger kann ich den Schlüssel nehmen. Und umso mehr ärgere ich mich. Nimm den Schlüssel. Das ist wunderschön. Nimm den Schlüssel. Nur weil ich hier stehe und mich darüber ärgere, bin ich bereits Teil des Kunstwerks. Ach, das ist so tiefgründig, dass ich es einfach perfektionieren möchte. Nein, das soll heil und sauber bleiben. Oh, da hat sie das. Was? Was? Das ist nicht Edna. Nein, das... Das ist aber auch... Ui, das gefällt mir tatsächlich. Ja, mir auch, kleiner Kumpel. Lass es uns mitnehmen. Ach, Harvey, dann wäre es ruiniert. Ich warne dich. Der Spieler wird dafür kein Verständnis haben. Wenn der hier alles versteht, ist ihm ohnehin nicht mehr zu helfen. Wie war? Ach Mann, jetzt kann er sie mitnehmen. Ich habe kein Verständnis dafür, deswegen will ich es kaputt machen. Nein. Das ist halt so krass, weil ich hab ja noch überhaupt gar kein Spiel released gehabt zu dem Zeitpunkt. Aber als hätte ich halt irgendwie komplett genau gewusst, wer das spielen würde und
was für ein. Es ist schon ein bisschen irrsinnig, dass ich halt irgendwie dieses. Dass die Texte halt wirklich schon so geschrieben sind, als wäre Edna das Ding geworden, das es geworden ist, wovon ich ja überhaupt nicht im Traum ausgehen konnte. Ja. Ja. Ach, die Mülltonne. Ach ja, darüber freuen wir uns natürlich, wenn die Szene dann kommt, ne? Das so. Muss ich übrigens schon mal ankündigen, ne? Wir machen jetzt nicht mehr so lange. Ab 17 Uhr muss ich langsam ans Feierabend machen denken. Wenn es recht ist. Es ist schön. Ach. Hallo, Bienenmann. Hallo, Fremde. Ja, hallo. Ich dachte gerade Ronja Räubertochter, aber Ronja, die Rubinrotterächerin aus Romburg. Fremde. Ich rede nicht mit meinem Bienenkostüm, das halte ich aber für ein Gerücht. Nenn mich ruhig Ronja, die rubinrote Rächerin aus Romburg. Wie du willst. Ronja. Eigentlich heiße ich Edna. Na, das können wir später klären. Kennst du einen Weg hier raus? Der naheliegendste Weg wäre wohl eine geistige Genesung. Das passiert allerdings so gut wie nie. Vielleicht, weil die Kriterien geistiger Genesung dem Urteil des Doktors unterliegen. Und mal ehrlich, wer würde seinen eigenen Stammkunden eine Bedarfsdeckung bescheinigen? Ganz schön zynisch für jemanden, der ein Bienenkostüm trägt. Wie dem auch sei. Einige der Bekloppteren unter uns benutzen das alte Wäscheliftsystem. So gelingt es ihnen, unerlaubt die Stockwerke zu wechseln. Der Wäschelift in die Freiheit muss aber noch gebaut werden. Der Wäschelift in die Freiheit. Krass, da haben sich die ganzen Bekloppten hier richtig organisiert und ich glaube, die haben da irgendwie. Ich glaube, den Pflegern und so ist das auch egal, solange die Bekloppten einfach nur drin bleiben. Und der Bienenmann, der scheint ja nicht verrückt zu sein. Der ist halt nur eine Biene halt, wie sicherlich auch einige von euch das so sehen. Ja. Warum hat man dich hier eingesperrt? Du wirkst... Der Wäschelift in die Freiheit muss aber noch gebaut werden. Das schon allein an dieser Satz, finde ich, ist ein gutes T-Shirt-Motiv. Der Wäschelift in die Freiheit muss erst noch gebaut werden. Ja... So klug und aufgeräumt. Ich habe da eine Theorie. Ich glaube, es hängt mit meiner Kleidung zusammen. Männer, die Bienenkostüme tragen, haben einen schlechten Ruf. Liebe weibliche Zuschauer, was haltet ihr denn bitte schön von Männern mit Bienenkostümen? Seid ihr da vielleicht eher skeptisch? Also, wenn man jetzt in einen Club geht und da so ein bisschen abfeiert und so, und da steht an der Bar so ein Typ, lässt sich einfach total gut aussehend hier mit Meister Proper Gedenkfrisur und der trägt einfach ein Bienenkostüm. Ist man da eher abgeschreckt oder ist das dann doch eher, dass man sagt, Querstreifen, heiß. Wäre mal interessant zu erfahren. Woher glaubst du, rührt der schlechte Ruf des Bienenlooks? Ganz klar, die Medien. Männer in Bienenkostümen werden quer durch die Medien als Witzfiguren dargestellt. Und der Hauptschuldige? Kinderanimationsfilme. Absolut. Zeichentrickfilmautoren führen eine regelrechte Kampagne gegen uns. Der Mexikaner aus Die Simpsons, Willy aus Biene Maya oder die Familie Dalton in Lucky Luke. Männer in Bienenkostümen sind die Clowns der Medien. Ja, eine gewisse Ähnlichkeit zu Ronald McDonald, der hat ja auch mal so Streifen, das kann man nicht abschlagen, hat er schon recht. Aber Hut ab, gut recherchiert. Wobei Willy aus Biene Maya ist ja immer der Dummdödel gewesen, ich weiß ja nicht. Maya. Doch, ich glaube, der war schon relativ dämlich, muss man einfach mal so sagen. Na gut, hat er recht. Warum trägst du ein Bienenkostüm? Aus Solidarität mit anderen Männern in Bienenkostümen? Um die insektoide Tracht für den Weltmarkt zu öffnen? Als Realsatire? Um die Modebranche zu boykottieren? Und letztlich?
um meiner Bewunderung für unsere fleißigen Honigsammler Ausdruck zu verleihen. Du hast eine Wette verloren. Ich habe eine Wette verloren. Oh, schön. Warum hast du so große Ohren? Damit ich dich besser fressen kann. Und, wie ich fürchte, als Ventil für meine überdurchschnittliche Ohrenschmalzproduktion. Ja, das ist so schön durch. Überdurchschnittliche Ohrenschmalzproduktion? Igitt! Ja, das ist kein Zuckerschlecken. Es sollte am besten nicht mal im selben Gespräch wie Zuckerschlecken vorkommen. Diese Überproduktion ist bei mir so eine Art allergische Reaktion auf Heißgetränke. Dabei könnte ich jetzt einen Kaffee gut brauchen. Oh, das ist so schön mit dem Zuckerschlecken. Ach, das ist einfach ein Traum. Ach komm. Wie war das noch mit dem Ohrenschmalz? Es handelt sich um eine Art allergische Reaktion auf Heißgetränke. Dabei könnte... Und kannst raushören. Dass er selber halt ein bisschen, also ich auch ein Lachen verkneifen muss. Der hat auch gut die Kurve bekommen, aber. Dich jetzt einen Kaffee gut brauchen. Wir haben oben noch eine Kaffeemaschine. Wir müssen Kaffee besorgen, Kaffee machen, damit wir ein Kilo Ohrenschmalz. Och, oh nö, ach bitte nicht, auch Pogi, was hast du dir dabei gedacht? Oh. Malst du was Bestimmtes? Ich warte noch auf Inspiration. Ein Schluck Kaffee würde mir sicher helfen. Aber ich schäme mich wegen meiner Allergie. Deswegen brauchst du dich doch nicht zu schämen. Meine Allergie führt zu gesteigerter Ohrenschmalzproduktion. Oh. Oh. Ja, na gut. Ach ja, übrigens. Eigentlich heiße ich Edna. Freut mich, dich kennenzulernen, Edna. Wer ist dein kleiner Freund? Das ist Harvey. Er hilft mir, hier rauszukommen. Servus, Harvey. Nettes Outfit, Alter. Okay, haben wir das? Dann... Ich mach dann mal eine Fliege. Nur zu. Okay, dann haben wir das. Da hinten ist noch eine Tür. Oh Gott, wie viele Räume es hier gibt. Ich weiß schon. Alle Items mit dem Bienenmann. Tür, Bienenmann, Wachsstifte. Die Wachsstifte können wir nicht mitnehmen, ja? Die können wir, müssen wir liegen lassen. Aber wenn mich nicht alles täuscht, ich freue mich einfach zu sehr auf das Deklinieren, auf das Lateinische, die Mehrzahl von Opossum-Ding. Ich weiß gar nicht, bei welcher Reaktion das kommt, aber möglicherweise ist das eine meiner Lieblingsreaktionen im Spiel. Manus Antedomum. Wie heißt das? Es ist. Römer. Menschen genannt Römer gehen. Im Haus. Nee, gehen. Zu Hause. Naja. Ich weiß nicht mehr, wie das ist. Ich habe Life of Brian lange nicht geguckt. Viel zu lange. Kann man immer mal wieder gucken. Macht man doch eigentlich normalerweise zu Ostern, oder? Und Ostern ist gerade vorbei. Nur wegen der Szene. Das haben wir auch. Wir haben tatsächlich auch den Film im Lateinunterricht geguckt. Ich glaube, irgendwann geht einfach den Lateinlehrern sonst auch dreht sich die Hutnadel aufrecht sonst. Passend. Der Bienenmann malt mit Wachsstiften. Okay, können wir dem sonst noch irgendwie einen Top draufsetzen? Magst du Töpfe? Mensch, genau, Romalis gehen daraus. Ich habe ja nicht nach Dosen gefragt, Alter. Brauchst du zufällig ein Messer? Wir benutzen hier in der Beschäftigungstherapie keine Messer mehr. Seit diesem Vorfall wird nur noch geklebt und gefaltet. Was für ein Vorfall? Der Barmann hat Professor Nock versehentlich einen Lungenflügel amputiert. Dabei wollte er sich nur eine Semmel schmieren. Und jetzt klebt und faltet ihr eure Semmeln? Ich habe bereits 10 Kilo abgenommen. Ach, schön. Brauchst du eine Gabel? So dringend wie einen dritten Fuß. Wow. Mit einem dritten Fuß wäre ich richtig kick-ass. Dann behalt die Gabel doch einfach. Gut, machen wir. Dritter Fuß wäre super. Außerdem kannst du dann viel mehr Zehennägel produzieren. Dann kannst du einen Fabrik eröffnen. Brauchst du zufällig Topflappen?
zufällig nicht. Ich habe immer ein eigenes Paar dabei. Und das ist farblich auf mein Kostüm abgestimmt. Wow. Tauschen wir? Na gut, warum nicht? Ach, das ist auch so bescheuert. Oh. Erfolg freigeschaltet. Wir haben getauscht und haben jetzt gestreifte Topflappen. Ey, Alter, das sind ja richtige Topflappen, die du da hast. So, vielleicht Bohnendip statt Kaffee? Das hilft vielleicht auch bei einer gewissen Überproduktion. Möchtest du Bohnendip? Lieber nicht. Dafür genieße ich die absolute Kontrolle über mein Verdauungssystem zu sehr. Na gut, dann lassen wir das lieber und... In diesem Bild zähmt Captain Unbrauchbar die Bienenkönigin. Bei einem flotten Walzer. Keine Ahnung, warum ich das jetzt gesagt habe. Ich habe keine stichhaltigen Beweise gegen ihn. Die ganzen Wortspiele, ist einfach ein Traum. Etwas Senf dazu? Wozu? Dazu. Sieh zu. Wie zu? So zu. Wozu? Korfu. Ach, dazu. Sag ich doch. Ach, Mensch. Das Spiel muss ein Drehbuch haben. Also die Design-Dokumente, die müssen so ewig lang sein, allein schon durch die ganzen Dialoge. Etwas Ketchup dazu? Wozu? Dazu. Sieht's wie zu. So. Wozu? Koch. Ach, dazu. Sag ich doch. Super, das probiere ich nie wieder. Harvey? Was hältst du von dem Typen, Harvey? Mir fällt nichts Ungewöhnliches an ihm auf. Finde ich sympathisch. Ich habe hier was für dich. Ich hoffe, es ist nicht wieder ein kaputtes Stuhlbein. Nein. Und? Was ist es dann? Ich bin ungeheuer gespannt. Es, ist ein immaterielles Wirtschaftsgut. Verstehe. Wie das Konzept für ein marktfähiges 2D-Adventure-Spiel. Exakter Mundo. Dann stell dein immaterielles Wirtschaftsgut bitte da hinten in die Ecke. Dort ist die Luftbewegung nicht so stark. Wir wollen doch nicht, dass es sich verflüchtigt. Ach schön, das Konzept wurde bestimmt auch in der Beschäftigungstherapie entwickelt. Einfach nur ein Traum. Spielst du Polo? Nicht mehr. Die Pferde haben zu viel Angst vor mir. Aber ich bin ganz gut im Eiskunstlauf. Warum fragst du? Nicht wichtig. Okay, jetzt sind wir auch durch. Können wir vielleicht noch... Möchtest du meinen Kugelschreiber? Nein, danke. Ich bevorzuge die Wachsstifte. Das ist eine Vorliebe von mir, die vollständig unerklärlich ist. Und die doch eine gewisse Ironie in sich birgt. Das ist eine Vorliebe. Schade, dass du die Ironie nicht erklärt. Aber kann man sich... Das ist eine Vorliebe von mir, die vollkommen unerklärlich ist. Ah, shit. Ach, da ist der Peter. Neonschild. Und der Barmann. Ist der Barmann nicht der Barmann? Ist das nicht der Barmann der Barmann? Der Barmann da in der Bar drin. Der Barmann da, wo wir mal waren. Kickertisch, Tür, Löffel, Fass. Cocktailkarte. Haben wir hier die gleichen Getränke? Die Auswahl ist mehr als bescheiden. Bis auf Stinkdrink ist alles durchgestrichen. Oh, na gut, das sind andere Getränke. Nehmen wir die Cocktailkarte mal mit. Können wir da reingucken? Wahrscheinlich nicht. Oh Mann, der Barmann hat die schlimmste Sauklaue seit Bruce Lee. Bruce Lee hatte die Tigerkralle, Edna. Kein Wunder, dass er nicht leserlich schreiben konnte. Das ist so 80er. Kannst du das vielleicht mitnehmen für einen Drink? Warum? Ich will kein Internetcafé aufmachen. Na gut. Peter! Na, du? Peter hat Geburtstag. Peter hat Geburtstag. Geht es dir nicht gut? Nicht gut ist gar kein Ausdruck. Heute ist mein Geburtstag. Wieder ein Jahr mehr auf dem Tacho. Was soll's? Schlimmer wird mein Leben dadurch auch nicht mehr. Du bist manisch-depressiv, stimmt's? Der Doc nennt das so, ja. Und wie nennst du das? Ich nenne das Peter. Oh, das ist so emo. Ich könnte dich ja etwas aufmuntern. Versuch's ruhig. Schlimmer als jetzt kann's wohl kaum noch kommen. Es ist ein schöner... Ach ja, das Übliche. Im kosmischen Zusammenhang betrachtet sind deine Probleme vollkommen irrelevant. Genauer gesagt, im kosmischen Zusammenhang betrachtet bist du irrelevant. Hier, zum Thema Rhabarber-Barbaren. Ich habe tatsächlich, als ich
So. Ich war 15 oder so. Da habe ich versucht, einen großen humoristischen Fantasy-Roman zu schreiben. Das war, nachdem ich Douglas Adams gelesen habe und bevor ich Terry Pratchett gelesen habe. Als ich dann Terry Pratchett gelesen habe und gemerkt habe, dass der mir die ganzen Ideen vorweggenommen hat, die ich teilweise schon in meinen Text reingeschrieben habe, da habe ich dann klein beigegeben und aufgegeben. Außerdem hatte ich mir viel zu viel vorgenommen. Aber das ist, Leute, die mich kennen, die denken so, was? Pori, du nimmst dir zu viel vor? Nein. Ja, weil ich gleich eine Trilogie schreiben wollte. Aber der erste Teil war fast durchlesbar, glaube ich. Es hat nicht viel Sinn gemacht, aber es gab schöne Stellen da drin. Ich habe teilweise diese Sachen noch im Kopf. Und tatsächlich existiert irgendwo auch noch eine ausgedruckte Version davon. Die Festplatten sind natürlich alle schon seit 20 Jahren entmagnetisiert, auf denen das jemals drauf gewesen sein könnte. Aber ich habe das Teil halt noch irgendwo. Und da gibt es halt auch dieses Gedicht über Barbara den Barbaren in dem Buchentwurf von 1994 oder so. Und da habe ich halt diesen Zungenbrecher, dieses Zungenbrecher-Ding gemacht. Und jetzt kommt Bodo Wartke daher und schnappt mir hier quasi die 30 Jahre alte Butter vom Brot. Das kann er eigentlich gerne machen, oder? 30 Jahre alte Butter auf dem Brot. So lecker ist das nämlich nun auch wieder nicht. Aber hier, oh nee, warte mal. Das darf ich nicht machen. Da muss ich erstmal kurz pausieren und gucken, ob ich das machen darf. Gehe in den Studio-Modus, damit ich sehe, was ihr sehen würdet. Würde ich das machen? Ich gehe mal lieber hier in den Zeichen-Modus. Mache ich das weg? Ja, doch. Hier. Den Rest, den kann man ja gar nicht sehen, oder? Ein bisschen am Bildschirmrand. Kann ich aber auch noch ein bisschen schieben, damit man gar nichts mehr sehen kann. Oder vergrößern vielleicht? Nee, ach so, jetzt habe ich jetzt das Falsche. Moment. Ja. Ich habe nämlich hier auf dem Desktop seit letztem Jahr die große, wie jeder Komponist so sein unvollendetes Werk hat. Ich habe natürlich schubladenweise unvollendetes Werk, aber viele Sachen beende ich jetzt auch. Aber hier, ich habe hier eine Textdatei auf meinem Desktop rumliegen, weil ich immer noch denke, ich möchte das gerne beenden. Habe ich eine Word-Datei mit dem Titel Bodo Wartke des Punk. Ich würde gerne einen Song schreiben, der heißt der Bodo Wartke des Punk. So. Naja, auch ein bisschen beeindruckt bin, ehrlich gesagt. Und auch ein bisschen neidisch auf das, was er jetzt gerade macht mit diesen Zungenbrecher-Songs. Seit dieser Dachdecker-Nummer hauptsächlich. Doc X heißt, das ist Maxima von... Nee, ich hab das letztes Jahr angefangen, den Bodo Wartke des Punk, den Bodo Wartke-Song. Gibt es irgendeine Zeile davon, die ich vortragen kann? Nee, ich möchte nichts davon. Ich glaube auch nicht, ehrlich gesagt, dass ich das Projekt weiterverfolgen werde, aber es liegt ja immer noch, unendlich viel liegt nicht auf meinem Desktop, muss ich sagen. Also es gab mal andere Zeiten und auch andere Rechner, auf denen halt wirklich unendlich viel auf dem Desktop lag. Also zu den Delic-Zeiten hatte ich halt immer, hatte ich vollgekachelte Desktops. So. Und das hatte nachher sogar Ausmaße angenommen,
dass ich, also ich dachte, ich brauche diese Dateien halt im Blickfeld sozusagen, damit ich die halt noch auf dem Schirm habe. Deswegen habe ich die nicht irgendwo in meine Ordnerstruktur eingesortiert, sondern das sind halt die Sachen, die bei mir auf dem Desktop liegen. Sachen, die ich halt gerne wie so ein Knoten im Taschentuch gerne im Blickfeld habe. Aber das waren dann so viele, dass dann irgendwann der Desktop so voll war, dass ich halt einfach nichts mehr gefunden habe. Und dann kam eine Phase, wo ich mich halt ein bisschen mehr konzentrieren musste und ich halt irgendwelche Sachen wirklich im Blickfeld brauchte und die zwischen den ganzen anderen Sachen, die ich im Blickfeld brauchte, halt nicht mehr wiedergefunden habe. Und dann habe ich halt tatsächlich angefangen, mir Ordner auf dem Desktop abzulegen und dann stand drauf Desktop Mai 2013. Dann habe ich alles, was auf dem Desktop war, in den Ordner reingeschoben. Und da blieb es dann und wurde nie wieder angeguckt. Aber diese Ordner habe ich halt nie weggeworfen. Und irgendwann landeten halt diese Ordner in anderen Ordnern, wo halt drauf stand Desktop Safe Juni 2015. Naja. So. Ich bin ja trotzdem zu den ein oder anderen Sachen gekommen, trotz dieser Macken und Marotten. Das muss ich mir immer wieder sagen. Ich bin irgendwie trotz allem eingeschränkt lebensfähig. Scheiße. Das ist so lustig, weil es wahr ist. So. Versuchen wir jetzt mal einen richtigen Ausgangspunkt, richtigen Endpunkt zu finden. Wir merken nämlich, der Kaffee will auch langsam raus. Wie spät haben wir es denn jetzt? Oh, 17.16 Uhr. Vielleicht ist jetzt auch der richtige, bevor wir jetzt anfangen, den ganzen Dialog mit Peter zu machen, vielleicht ist jetzt einfach der richtige Zeitpunkt, um zu sagen, das war's für heute, oder? Irgendjemand, irgendwelche Einwände? Nein, ne? Komm. Wir machen heute Schluss für heute. Ist lustig genug. Wir sind ja auch eigentlich immer noch in unserer Geheimprojektphase, aber es ist jetzt nur noch eine Frage von Stunden, Tagen, bis wir die Katze aus dem Sack lassen und der Weltöffentlichkeit verraten. Zumindest, also erstmal glaube ich nur in Andeutung. Und dann kommen die richtigen Ankündigungen und so weiter. Also die Katze ist bald aus dem Sack. Und dann ist es auch bald so weit, dass ihr quasi gucken könnt, was das jetzt geworden ist, was wir da vorhaben. Also, falls nicht schon getan, abonniert uns Baumann Bergmann Pokinson auf den Social-Media-Kanälen eurer Wahl und harret der Dinge, die da kommen. Ihr könnt euch auch schon mal gerne, das habe ich auch schon gesagt, den Song bei Spotify bookmarken. Nee, wie heißt denn das? Pre-saven. Der wird ja dann in 2 Wochen oder was released. In einer Woche, 2 Wochen. Ich habe mein Zeitgefühl verloren. Oh, ich muss ja echt ganz schön dringend. Ich sag einfach mal tschüss. Ohne jede. Oh, tschüss.